Hopcast, der Craft Beer Podcast. Vielleicht sagen wir erstmal, wer da ist. Genau. Meinst du? Also wir sind natürlich Regine und Stefan von Hopcast. Der Hamburger Bier Podcast, falls ihr noch nicht gehört habt. Und wir haben heute, ich fange mal mit den Damen hier an, wir haben heute zu Gast Sünje Nikolaisen, dann gehen wir einmal rum. Du bist die Bierautorin in unserer Runde. Genau. Warst schon mal bei uns zu Gast? Ja, das war im Sommer, da war es schön warm. Jetzt hatte ich eine ziemlich kalte Anreise, aber macht nichts, ihr habt mich hereingelassen. Gelegentlich machen wir sowas, genau. Ja. Ihr habt mich nach 2 Starkbieren gefragt, ob ich heute vorbeikomme. Danke. So wird das gemacht. Genau, daneben auch eine alte Bekannte. Ja, ein alter Hase. Ein alter Hase, eine alte Bekannte dieses Podcasts. Ja, 4. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf bei euch. Die Biersommelier? Genau, ich bin Biersommelier. Ich trinke hauptberuflich und... Man kennt sie vielleicht. Sie hat das Hobby zum Beruf gemacht. Genau. Also nichts können außer trinken. Nein, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Ich war ganz lange im alten Mädchen, arbeite jetzt freiberuflich seit einigen Jahren in allen möglichen Bereichen rund ums Thema Bier. Vor allen Dingen zum Beispiel gerne mit Rastal oder mit Foodist. Und ansonsten bin ich gerne in sowas zu Gast wie bei euch. Der Heimbrauer. Ja, moin. Ich bin Henrik, Homebrewer aus Hamburg. Und ich bin froh, dass ich nicht an Branche arbeite, weil so habe ich wenigstens noch in der Freizeit genug Gründe zu trinken und muss mich auch nicht noch im Arbeitsleben damit herumschlagen. Ja, ich bin Bucky, ich bin Craft Beer Fan und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Cool, dass du hier bist. Ja, wir hatten ja im Verlaufe des Januar versucht, einen Dry Januar zu machen, Dry January, und diverse Craft-Biere getestet und immer auf Instagram und Facebook hochgeladen, und Henrik und Sebastian waren halt diejenigen, die eigentlich am meisten geliked haben, oder dachten wir, Mensch, wenn ihr Lust habt, kommt doch heute mal vorbei zur Live-Verkostung, und glücklicherweise haben wir einiges gesammelt an Bieren im Januar und deswegen gibt es einiges zu trinken. Geballte, ja, cool. Kompetenz von uns. Hammer. Alkoholfreies Bier ist ein Thema, ist ein Wahnsinnswachstumsmarkt. Wirst du vielleicht auch bestätigen, ja. Bei deinen Recherchen für dein Buch hast du das, denke ich, auch festgestellt. Genau. Ist schon Wahnsinn, was sich da tut. Früher war da im Craft-Bier-Bereich noch nicht so viel zu finden. Vielleicht sagt dem einen oder anderen der Ursprung dieses Bieres noch was. Der Begriff Aubi, wem von euch sagt das was? Ja, ich kenne das. Also ich kenne es nicht persönlich, dafür bin ich nicht ganz Autobier. Genau, nicht alt genug, aber ich habe mich mit der Geschichte auseinandergesetzt, und genau, es war tatsächlich das Autobier oder Autofahrerbier, was von der Brauerei, genau. Nicht das Alster. Genau, quasi. In der DDR, ja, gebraut, genau. Wurde, wenn ich mich recht erinnere. Die hatten halt 0,0 Promille, und um so ein bisschen Bier trinken zu können, gab es halt das Aubi. Von der Brauerei Engelhardt. Habt ihr aber nicht mehr da. Das haben wir nicht. Habt ihr keine alte Flasche irgendwo im Keller gefunden? Tatsächlich, das ist der Beginn von dieser Geschichte. Dann gab es ganz lange die berühmte Klausthaler-Geschichte, kann man auch so nennen. Das hat sich ja in unser aller Hirn, denke ich, gegraben. Und ja. Jetzt und andere Biere, die nicht so richtig viel Spaß machten. Wir haben festgestellt, das hat sich geändert. Und laut Braubund soll es auch bis zu 400 Marken inzwischen geben in diesem alkoholfreien Segment. Das haben wir jetzt nicht zusammentragen können, aber wir haben festgestellt, hat sich einiges getan. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade Wintersport geguckt, ist ja aktuell, ne? Mhm. Weltmeisterschaft 01. Und dann immer schön die Werbung zwischendurch für alle möglichen alkoholfreien Infused-Biere mit Grapefruit. Und hast du nicht gesehen? Das ist ja auch so ein bisschen Sport-Marketing-Geschichte. Ja. Deswegen das, glaube ich, nochmal stark angewachsen ist. Obwohl es ja wissenschaftliche Tests gibt, die festgestellt haben, dass eigentlich Bier nach dem Sport jetzt, Achtung, gar nicht so richtig viel bringt, sondern ein Liter Milch vielleicht besser wäre. Ja, dieses Buzzword isotonisch bringt dich dann auch nicht immer was. Ja, ja. Ah, gut. Solange es nicht schadet, ist das, sind wir. Nee, schaden tut es auf jeden Fall nicht. Ich habe aber auch gelesen, ich habe es aber noch nicht recherchiert, ob das wirklich wahr ist, dass VW in Argentinien ja sogar ein eigenes Bier braut, ein alkoholfreies, das als Marketing-Gag. Das kannst du dann irgendwie mit deinem Auto wahrscheinlich abholen, statt Blumenstraße oder so. Auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall eine kleine Umfrage gestartet online, auf dem Weg hierher.
Und du nutzt deine Zeit. 20% haben schon direkt in den ersten 5 Minuten gesagt, dass sie alkoholfrei gemacht haben. Es ist auf jeden Fall eine Sache, die im Januar richtig stark im Kommen ist. Okay. Okay, der Trend ist an mir vorbeigegangen. Habe ich nur bei euch jetzt mitbekommen. Tja, aber deshalb hat Ian zum Beispiel uns ja auch auf Facebook damals angeschrieben und meinte, oh nein, dann kauft wenigstens ein für den Februar, damit wir dann wenigstens schon mal aus dem Kühlschrank. Weil das ist natürlich für Brauereien dann immer schade. Der Absatz sinkt um 20% auch. Auch das haben wir gehört, tatsächlich. Ja, aber vielleicht liegt es bei dir auch, du warst ja ein bisschen unterwegs und hast ja jetzt auch den asiatischen Markt erkundet vorher für 6 Wochen. Fast und 6 Wochen, genau. Gabst du auch alkoholfreies? Nee, also nicht, dass ich wüsste, nee. Bei weitem nicht. Es gibt einfach wahnsinnig viel Industriebier, wenig Craftbier. Ich war in Thailand und Myanmar, habe in Myanmar die allererste und einzige Craftbier-Brauerei besucht. Und in Thailand ist es schon ein bisschen geläufiger, aber so das Gros ist halt Tiger Bier, Chang Bier und alles schmeckt gleich. Aber gut. Kalt und süffig. Wenn es heiß ist, ist auch das irgendwie eine leckere Sache. Ein schönes Singer. Ja, am Strand, beim Sonnenuntergang. Wer kennt's nicht, ne? Ja, wir haben auch von dir diesen wundervollen Öffner geschenkt bekommen. Ja. Der muss mal sehen, ob man damit was aufkriegt. Wir haben es noch nicht versucht. Wir haben es noch nicht versucht. Zeig ihn doch mal. Genau. Zeig mal die Kamera. Achso, stimmt. Ich vergesse immer, hier gibt es auch eine Kamera. Genau. Das sieht aus wie so ein Hebel. Das ist so ein Hebel mit so einer Schraube, ne? Der ist vom Nachtmarkt in Myanmar. Ah, ja. Und in Myanmar begegnet man genau dieser Form von Bieröffnern überall. Also in allen Restaurants und Bars. Liegt ja auch gut am Daumen. Der ist großartig. Der ist ja ganz simpel gebaut. Das ist natürlich einer aus Tikholz, ne? Wow! Mit einer neuen Schraube. Es gab die halt auch mit gebrauchten Schrauben. Ich habe da ganz tief Details, ne? Das ist ja eigentlich auch sehr... Ich hoffe, der kann jetzt was an der Bierflasche. Ja, ich kann euch gerne einweisen, weil ich habe so einen zu Hause. Ah, ja, super! Hast du ihn selbst gebastelt? Ich habe ihn nicht selbst gebastelt, ich habe ihn bei La Trappe gekauft, weil es gab sehr viel zu kaufen, sehr viele Biere und wir haben natürlich sehr viele Biere mitgenommen und hatten keinen Öffner dabei. Schade. Ja. Also ich kann dir sagen, woher sie das importieren, aber... Ich dachte, es wird vor Ort hergestellt. Komm. Ja, wir haben überlegt, wir haben so... Keine Ahnung, 10 bis 15 Biere da, die wir trinken könnten. Das können wir, weil es alkoholfrei ist. Yeah! Wir hätten sie auch mit Alkohol probieren können. Das wäre mega für uns. Die Frage wäre tatsächlich an dich, Sophia, weil du ja oft so Verkostungen und so weiter machst. Also wir steigen jetzt mit einem hellen ein, das ist ja wahrscheinlich sehr sinnvoll, mit was Leichten. Wo machen wir denn das Hefeweizen hin? Also ich würde es schon nach dem Hellen machen. Okay. Also ich würde es auf jeden Fall vor den hopfenbetonten Bieren machen. Okay, alles klar. Also es ist ja immer noch weniger hopfenbetont, das heißt, der Hopfen legt sich nicht so, der legt sie am Ende ja auf die Zunge und quasi irritiert sie ein bisschen, beziehungsweise aromatisiert sie, was ja gewünscht ist. Und wenn das jetzt kein hopfengestopftes Hefeweizen ist, würde ich mit dem nach der Hopfung quasi gehen, wenn man nicht nach dem Alkohol geht. Und alles klar. Ansonsten auch ein bisschen auf den Malzgehalt. Mhm. Also je malziger das ist, wenn es ein Weizenmalz ist und so, ist es vielleicht ein bisschen süßer, da kann man es auch noch ein bisschen später machen. Alles klar. Aber es ist jetzt auch, sage ich jetzt mal, kein Riesendrama, ist natürlich ein bisschen schade bei so vielen Bier. Ja, klar. Ja, wir haben festgestellt, so der Bereich alkoholfreies IPA ist mittlerweile ja schwer im Kommen. Ja. So, also da haben wir, glaube ich, 5 oder 6 mittlerweile. Also da geht so einiges. Aber wir starten mit dem Hell. Mit dem Hell. Das ist vom Brauhaus Riegel. Ja, alkoholfreies IPA ist natürlich dankbar auch. Ja, das hatte uns Olli Wesselow ja auch erzählt, dass er halt dachte, Mensch, tatsächlich auch gerade im Hobbybrauersegment irgendwie so ein gehopftes Pale Ale, da kann ja nicht viel schief gehen. So der Hopfen deckt so einiges zu. Und das war dann seine Idee, vielleicht deckt der ja auch zu, dass gar kein Alkohol drin ist. So. Ja, genau. Das funktioniert bestens. Also es gibt auch sogar richtig gute alkoholfreie IPAs. Da würde man gar nicht drauf kommen, dass die jetzt unbedingt alkoholfrei sind. Das schmeckt halt schön leicht, super erfrischend. Und auch bei vielen alkoholfreien Bieren sind heutzutage geschmacklich ja so, so gut, dass man das jetzt gar nicht unbedingt, sag ich jetzt mal, mitbekommt. Oder da einen Verlust an Geschmackserlebnis hat, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Zu dem Stehenden hier, zu dem Riegele, einmal zum Herstellungsverfahren. Es wird in einem Cuvée-Verfahren aus 3 verschiedenen Suden hergestellt.
tatsächlich. Oha. Okay. Was haben wir in der Nase? Verraten wir uns, warum das drei Sude sind. Ich kenne das ja nur von den belgischen Bieren, dass man drei verschiedene Sude verschieden alt verschneidet, um die unterschiedlichen Qualitäten und die unterschiedlichen Aromen eben auf ein harmonisches Level zu bringen. Und wie wir es erwarten bei Riegel, die haben ja Prozesse gut unter Kontrolle und arbeiten relativ kontrolliert. Würde ich mich mal fragen, warum machen die das? Haben die verschiedene Entalkoholisierungsverfahren? Wir gucken mal, was drauf steht. Dabei steht drauf, ja tatsächlich immer... Fragen über Fragen. Wir haben Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Gärungskohlensäure ist drin. Okay. Und also ich habe nämlich von Riegele gab es nämlich auch so ein Heftchen dazu. Ja. Da steht dazu was drin. Also kennt ihr die beiden Herstellungsverfahren für alkoholfreies Bier? Ja, es gibt ja mehrere, ne? Genau. Einmal wird es hochgradig kompliziert und komplex wieder rausgefiltert am Ende und einmal wird es quasi gar nicht erst vergoren in der Richtung. Man kann die gedrosselte Gärung machen, Kältekontakt, die gestoppte durch Kurzzeiterhitzung, Vakuumretrifikation, das ist im Grunde das Entalkoholisieren, wenn man will, und die neuen Hefesorten. Die neuen gezüchteten kleinen Kollegen. Die kleinen Kollegen, die ja eigentlich defekt sind, wenn man so will. Ja. Oh. Die haben eine Unverträglichkeit. Ja. Die kleine Hefe, die kann es nicht schaffen, die Babyhefe kann Alkohol. Du kannst mir ja, du hast uns ja irgendwann mal erzählt in dem Live-Podcast, in dem du zu Gast warst mit Fiete, nochmal ein Bild zu dieser Hefe irgendwie. Ja, also ist die französischen Hefen mit den langen Wimpern beschrieben. Das heißt, die laufen können, ja genau. Für mich wären das dann die Hefen unter 18. Halt die minderjährigen Hefen, die dürfen halt noch keinen Alkohol trinken, deswegen können sie auch noch keinen produzieren. Die sind alle ein bisschen kleiner und haben auch manchmal so ein kurzes, buntes Bandshirt an oder skaten, so was halt Kids und Teenies halt gerne so machen. Ne? So würde ich mir die alkoholfreien Hefen vorstellen, ein bisschen. Sehr schön, sehr schön. Also hier steht einfach nur drin, dass zwei verschiedene Sude zum perfekten Sud zusammengeschnitten werden. Also die Schaumstabilität ist schon mal irgendwie enttäuschend. Das stimmt. Ja, das ist aber, glaube ich, bei alkoholfreien Bieren allgemein. Das ist unterschiedlich. Es gibt so ein paar, die... Trinkt es nicht so häufig. Entschuldigung. Und es riecht sehr metallisch. Schmeckt auch tatsächlich, finde ich, leicht metallisch. Ich finde, der Körper ist für ein alkoholfreies eigentlich schon okay. Schmeckt jetzt gerade ein bisschen Honig, Getreide. Vielleicht so ganz, ganz bisschen Cornflakes. Ich habe aber schon deutlich schlimmere alkoholfreie Biere getrunken. Und... Mein Problem mit alkoholfreien Bieren ist eher, dass es für mich keine Alternative ist, wenn ich das alkoholfreies trinke. Manchmal trinke ich eine Apfelschorle. Ja. Aber als für sich alleinstehendes Getränk finde ich es durchaus trinkbar. Doch. Hey, das Gute ist ja beim alkoholfreien Bier ganz oft, wo es am meisten, glaube ich, auch bestellt wird, ist tatsächlich so, wenn man mit Kollegen irgendwo essen gehen muss und keine Lust hat auf Trinken, aber alle schreien, heute besaufen wir uns. Oder so der Klassiker, du hast ein Meeting und alle trinken und eigentlich gehört zum guten Ton, dass man zusammen essen geht und trinken. Und dann ist so ein alkoholfreies Bier, wenn es dann undercover gut serviert wird, natürlich auch immer eine praktische Lösung. Das sollen ja auch einige zum Beispiel auf den Wiesen so handhaben, dass ihre Wiesenbedienung dann immer noch was extra zustecken und dafür kriegen sie dann ihren Spezialhumpen. Ach, ja, aber das sind... Also ich habe es nicht verraten. Das ist nicht von mir den Tipp. Das ist einfach so rausgeflubbert. So du sagst metallisch, das heißt, für dich ist das jetzt nicht so das, ne? Nee. Also ich finde den Geruch wirklich unangenehm, aber also der Geschmack geht. Ja, ich schmecke auch ein bisschen Honig. Honigwürzig? Mhm. Ja, ich auch sagen. Weil ich finde, diese metallische Note ist ja nicht exklusiv für alkoholfreie Biere. Die habe ich auch schon bei durchaus anderen Pilsnerbieren zum Beispiel gesehen. Von daher kann ich das tatsächlich verzeihen. Ich finde es tatsächlich relativ logischerweise leicht, aber nicht zu wässrig. Also ich finde es gerade tatsächlich nach dem ersten Schluck noch einen Ticken besser. Ich habe schon ausgetrunken, also so schlecht schmeckt es echt nicht. Wenn der Sauerstoff schon mal ein bisschen aufgetroffen ist und das Aroma sich schon ein bisschen entfalten konnte. Dann läuft das schon mal ein bisschen besser. Was sagst du? Ja, würde ich auch sagen. Also gar nicht. Also riecht vielleicht ein bisschen, erstmal, was heißt komisch, aber schmeckt auf jeden Fall besser, als es riecht. Ja. Trinkst du öfter alkoholfreie Biere oder ist das so wie bei Henrik, dass du sagst, eigentlich... Ja, sehr selten. Also, ich fand jetzt, bis jetzt habe ich eigentlich nicht so viele alkoholfreie Biere getrunken. Also dann will man doch ein bisschen Alkohol trinken oder Geschmack
was haben. Ja, es macht, finde ich, einfach oft nur Sinn, wenn man so Situationen hat, wo man eigentlich mit einer Flasche in der Hand stehen möchte. So finde ich, ne? Also wenn du so typische Situationen, genau wie du sagst, wo du sozial nicht außen vor sein möchtest, aber dich blöde fühlen würdest, wenn du da mit einem Glas Wasser stehst. Ja. So, und ich fand auch jetzt... Weil es ein Inklusionsgetränk ist. Es ist ein Inklusionsgetränk. Und ich fand tatsächlich auch, wir haben es natürlich auch immer alles artig in Gläsern verkostet und so, dass einige wirklich in der Flasche besser kommen, also wo man fast irgendwie das Gefühl hat, als wenn das geringe Aroma vielleicht doch lieber in der Flasche bleiben möchte. Auf so, jeden Fall. Dass ich auch was probiert hatte von Störtebäcker. Mhm. Und genau, haben wir auch noch im Programm. Und da habe ich irgendwie das Freibier und dieses Hefeweizen getrunken. Die kannte ich beide schon. Mhm. Und das eine haben wir auch verkostet. Und das war wirklich jetzt unterwegs dann aus der Flasche, machte es viel mehr Spaß. Naja, also, es hat weniger Sauerstoff, der einfach genau. auftritt. Das heißt, die Aromen verfliegen halt auch nicht so schnell. Gerade wenn du jetzt ein Bier hast, was sehr aromenschwach hast, wenn es länger steht und eine große Oberfläche hat, dann ist halt irgendwann auch einfach vorbei. Ne? Wir sagen ganz einfach Schal dazu. Deswegen trinken ja ganz viele Bier auch aus kleinen Gläsern. Ja. Oder in der Flasche dann halt. Dann ist das Aroma immer noch ein Tick anders. Ja. Das ist einfach so. Ein anderer Punkt, weswegen man alkoholfreies Bier trinken kann oder darf oder möchte, ist natürlich, es gibt ja viele, die wirklich viel Sport machen, die da wirklich aktiv dabei sind oder die krankheitsbedingt zum Beispiel keinen Alkohol trinken dürfen, weil sie Medikamente nehmen. Oder natürlich auch der Klassiker, schwanger. Ne, man möchte einfach keinen Alkohol. Der Klassiker, jede Frau kennt sich auf Stefan. Schwanger. Jeder kennt's, ne? Der Nachwuchs, man muss, jeder war mal irgendwo im Bauch und am Ende vielleicht als Frau bekommt man auch wieder mal ein Kind. Dann ist es natürlich so, dass man diesen Verzicht hat auf so viele Sachen vielleicht auch schon. Wenn man Sport macht, verzichtet man vielleicht auch noch auf Süßigkeiten und so weiter. Da will man wenigstens so ein bisschen das Gefühl haben, da noch dabei zu sein oder auch das Geschmackserlebnis einfach haben. Oder wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre jetzt schwanger als Biersommelier und ich könnte jetzt 9 Monate lang kein Bier trinken, das wäre schon hart. Also da bin ich schon froh dann über jedes alkoholfreie Bier, was quasi auf dem Markt ist, damit ich wenigstens so ein bisschen das Feierabend-Biergefühl habe oder das Geschmackserlebnis oder so. Schwangere Biersommeliere, ich glaube, damit könnte man wahrscheinlich nicht reich werden, das ist dann doch noch eine Minderheit. Ich denke mal, es ist tatsächlich auch einfach Zeitgeist, gerade kann ich mir gut vorstellen. Das ist natürlich auch immer so ein Marketing-Thema und am Ende ist es auch Zeitgeist, ne? Also es ist gesünder, wir sind alle achtsamer. Es ist, wahrscheinlich hast du auch da wieder so ein Stadt-Land-Gefälle. Das haben wir jetzt nicht recherchiert, wie das ist. Ob das in Städten irgendwie mehr Trend ist, als jetzt irgendwie auf dem Land. Also wahrscheinlich in Niederbayern, weiß ich jetzt nicht, ob da... Oh ja, ob der alkoholfrei macht, bestimmt der ein oder andere, aber der wird es wohl nicht verraten, ne, dass er dann alkoholfrei ist. Ich meine, es ist natürlich schon gut, man soll ja auch ein bisschen achtsam mit seinem Körper umgehen. Wir haben einfach ein anderes Stresslevel jetzt als unsere Urvorfahren in der Höhle und so ein bisschen Achtsamkeit seinem eigenen Körper gegenüber und dieses Drink Responsible ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Auch, dass man irgendwie den Körper wieder mal daran erinnert, man braucht keinen Alkohol, sich selber daran erinnert, dass es jetzt eigentlich keine Lösung ist, sich jeden Abend einen reinzustellen, sondern seine Probleme halt auch irgendwie anders zu lösen oder so. Ach Gott. Also ich wollte nochmal anregen. Ne? Damit, ich wollte nochmal die Stimme der Vernunft kurz melden. Also, ich kann das schon verstehen, dass viele das machen. Ich muss zugeben, ich mache das auch regelmäßig. Ich fange aber immer dann an, wenn ich schon 2 Wochen mit Grippe im Bett lag, weil dann sind die ersten beiden Wochen schon um zu gestehen. Deswegen lege ich mich da jetzt nicht so monatlich fest, sondern einfach nur der Zeitraum ist auf jeden Fall. Also habe ich das damals mit dem Rauchen aufhören gemacht. Da war ich vorher auch 2 Wochen im Krankenhaus und dann dachte ich, Mensch, jetzt hast du tapfer 2 Wochen nicht geraucht, jetzt musst du ja eigentlich auch gar nicht anfangen, oder? Ja. So. Es knackt jetzt. Oh, dann nimm doch lieber das Teakholz. Oh. Mach ihn nicht kaputt. Ich bin leider nur Experte für meinen. Ich muss mal die Schraube ein bisschen runterziehen, keine Ahnung. Hast du dich in deinen so reingearbeitet? Es wurde uns als hochfunktional verkauft. Sie hat gesagt, wir werden nie wieder anders die Flaschen öffnen wollen. Habe ich das gesagt? Ja. Auf diesem Senatsbock. Also ich habe selber auch so einen. Bei mir funktioniert es. Dennoch funktioniert es ja auch. Na gut, Anwenderfehler. Genau. So, erzähl mal was haben wir jetzt? Du hast es geholt? Ich habe den Mund noch voll. Das Neumarkter Lamsbräu alkoholfrei. Ich noch das normale, Bio. Das kennt Bio. Man, die Bio-Variante. Genau, kennt man aus dem Biomarkt. Genau. Bioland, Ökosiegel. Oh Gott, da brauche ich aber eine...
Brille. Ich schaue, er muss justieren. Geprüfte Bioqualität Bayern. Ein bisschen weiter runter. Also es ist wieder das schön, die Etikettenparade ist am Start. Wer braucht noch? Ja. Weil das hatten wir mit auf einer Party, wo wir eingeladen waren und waren dann ganz überrascht tatsächlich, weil das so ganz anders schmeckt als alle anderen alkoholfreien Biere. Hm. Die machen mal, da auch haben wir glutenfrei tatsächlich, diese Brauerei. Ja, die machen extrem viel und sie sind ja anscheinend laut Flyer arbeiten sie auch nicht mit Pellets, sondern nur mit richtigen Hopfendolden. Also, weil sie da ja auch unten direkt an der Quelle sitzen. Und riecht erstmal nicht viel anders als das eben. Doch, finde ich schon. Na, ein bisschen, aber... Das riecht deutlich besser. Ja. Das riecht weniger metallisch. Hm, das Metallische ist nicht da. Fruchtiger viel. Hm. Ups, jetzt habe ich die Nase schon drin. So. War schon mal Indikator dafür, dass der Schaum steht besser? Ja. Mhm. Also nur bei dir. Bei mir ist es halt... Das waren zwei verschiedene. Ja. Man muss dazu sagen, Schaumstabilität hat natürlich auch immer viel mit der... mit dem Spülmittel zu tun, zum Beispiel der Gläser und mit der Glasform. Also würde ich jetzt nicht immer unbedingt das Bier direkt verteufeln, wenn du einen extrem krassen Glasreiniger in deiner Spülmaschine hast, damit es wirklich lupenrein wird und so, dass so Abperleffekte hat, dem Motto, das kann gar nicht stehen dann. Gut, hier steht ja nicht, warum aus. Kann man trinken? Eindrücke. Schmeckt schon wieder nach Honig. Ja, nach Honig. Ich auch total süß, also im Abgang, finde ich. Das sind die Malze, ne? Also ich habe richtig das Gefühl, dass man das Malzkorn quasi, das karamellisierte Malz, einmal so ein bisschen zerknirscht. Ganz stark, ne? Also das ist wirklich sehr, sehr getreidig, so vom Geschmack her. Ne? Es schmeckt, sagen wir mal, eigentlich sehr naturbelassen, weil man das Gefühl hat, man kann wirklich das Getreide rausschmecken, wie beim Porridge morgens oder so. Ja. Ja, hat auch. Ja, wir hatten welche, die in der Nase das aber auch schon mehr transportiert haben als dieses, ne? Also das ist so stark nicht gerochen. Also sehr es gut. Riecht nach Hopfen und es schmeckt total malzig. Ja, ich finde, ich habe auch diese sehr, sehr malzige Note, das erinnert mich fast an Malzbier. Ich finde aber die Hopfennote tatsächlich sehr, sehr schön. Die ist halt, finde ich, schön würzig, ehrlich und auch lang nachhallend. Mhm. Das, finde ich, fehlt bei einigen alkoholfreien Bieren doch, dass die dann, ne, wenig Alkohol, gleich wenig Hopfen und das hier... Halt das so dumpf nach, ne? Genau, dass die ein bisschen draufgelegt haben. Ja. Ja, kann man trinken. Ja, kann man trinken, ne? Ja. Sehr schön. Ihr Lieben, wenn ihr weiter zuhören wollt, könnt ihr ab morgen, nächster Woche, in den Podcast umsteigen. Haha, Hopcast. Und natürlich auch vorhören. Hopcast. Und natürlich auch vorhören. Das ist mehr auch. Hopcast. Auf SoundCloud, iTunes. SoundCloud, iTunes, alles. Wo drücke ich denn? Drücke ich wahrscheinlich, ne? Tschüss! Endlife-Video. Yes! Sehr gut. Danke dir. Jetzt können wir privat werden. ohne Bild. Jetzt Schuhe aus. Ja. Ich will uns alle bequem hinsetzen. Hose auf. Aber vergesst nicht, wir nehmen noch auf, nicht? Aber ihr dürft euch lümmeln jetzt. In einem Tonstudio würde man niemals erwarten, dass nichts aufgenommen ist. Aber inzwischen muss man sich ja Gedanken machen, wenn man sein Telefon schon im selben Raum hat, dass es mithört. AD-Blocker, for life. Ich muss aber sagen, von dieser Brauerei ist es tatsächlich eines der besseren alkoholfreien Biere. Hast du die alle schon vorher probiert? Einige tatsächlich. Und es gibt welche, die schmecken so getreidig, das finde ich dann schwierig. So. Also von anderen Brauereien, oder meinst du es jetzt? Die haben noch ein zweites Alkoholfreies, das wir irgendwie getestet haben. Echt? Wir hatten das Dunkle noch von denen. Genau, das war das. Ja. Und das fand ich schwierig. Es war auch sehr, sehr malzig. Genau, wir haben ja so ein... Ihr müsst nicht alles austrinken. Der Topf. Der schöne Eimer. Genau. Also für diejenigen, die es jetzt nicht sehen, es wird ein riesengroßer Suppentopf. Genau, dann machen wir das ein Spiel und wer verliert, muss es austrinken. Das ist dann auch die Cuvée dann, ne? Genau. Das füllst du dann ab und kommt unsere Unterschrift drauf, wird dann für einen guten Zweck versteigert oder so. Sorry. Was das wohl für ein schöner Zweck sein soll. Ja. Du hast das nächste schon geholt? Ich habe das nächste schon geholt. Schneiderweiße.
Deshalb verschwindest du immer. Ja. Er braucht sich nicht die Augen brauchen. Schon das Buch. Pudert sich die Nase. Was man immer so macht, ne? Musik. Ihr braucht hier so einen kleinen Kühlschrank. So ein Mini. Den haben wir ja auch, aber die können wir nicht. Die machen ja immer Geräusche, die nerven leider so ein bisschen in dem Studio. Ja, kann ich verstehen. Das ist, ein bisschen, war das deins oder was? So ein auf Rollen oder so. Genau, ein Mobil. Ein Mobil. So. Jeder Gang macht Schlangen. Ab und in Zukunft werden ja auch die Kalorien so auf den Bieren stehen. Ja, genau, steht, ganz neu. Wo wir gerade bei jeder Gang macht schlank sind, in Zukunft auf den Etiketten die Kalorien, danke, die dieses Bier haben wird. Da sind wir beim Alkoholfreien offensichtlich auf der dankbareren Seite. Alles gut. Bei anderen vielleicht nicht. Wie findet ihr das? Super. Danke. Ist immer gut, wenn man als Verbraucher sich informieren kann darüber, was in dem Produkt einfach drinsteckt. Hm. Und es ist ja sowieso eigentlich ein Ding des Unmöglichen gewesen, dass Deutschland als eines der wenigen Länder überhaupt geschafft hat, bei alkoholischen Getränken quasi diese angewiesene Verpflichtung, überall die Inhaltsstoffe draufzunehmen, beziehungsweise die Kalorien nicht zu machen. Also es war ja dann natürlich so, dass irgendeiner eine gute Lobbyarbeit geleistet haben muss, damit man quasi alkoholfreie Bier nicht so bezeichnen muss oder versorgen. Deswegen hat jetzt die EU ja gesagt, dass es gemacht werden sollte, was ja eine vom Ding her gute Idee ist. Ich finde die Transparenz auch schön. Tut auch keinem weh. Lässt sich einfach berechnen. Wenn ich das als Homebrewer hinbekomme, bekommen das unsere großen Brauereien auch hin. Ja, sie wollen zwar, es muss ja sehr genau angegeben werden jetzt. Also gab es zumindest da, wo dann so kleinere Brauereien dann tatsächlich Stress haben, weil sie es für teures Geld immer jeweils analysieren lassen müssen. Also ging zumindest letzte Woche so durch den Netzwald. So. Ich habe auch ein paar hitzige Diskussionen gelesen und so wie ich es verstand, ist es tatsächlich so, dass es ja eine freiwillige Selbstverpflichtung ist und sie daher sich die Methode selber aussuchen dürfen und eben auch einfach anhand von Stammwürze und Restextrakt einfach ausrechnen können, wie viele Kalorien denn nun im Gesöff drin sind. Würde das deine Wahl in irgendeiner Weise beeinflussen? Nö, also ich denke da einfach nicht drüber nach. Wenn ich mir jetzt ein Bier gönne, dann zähle ich keine Kalorien. Also nicht, dass ich es sonst tue, aber ich glaube, das wäre schon ziemlich schockierend, wenn man mal nach so einem längeren Abend mit Bier die Kalorien zusammenzählt. Ja, gerade bei so einer Veranstaltung wie dem Senatsbrocken oder so, wo man recht gehaltvolle Biere getrunken hat, die haben ja auch so ein bisschen mehr als so ein Pilz, sag ich mal. Ne? Aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, eigentlich ist es doch vorteilhaft für das Bier, weil ganz viele sagen immer so, Bier, das macht so satt und es hat so viel Kalorien, was ja eigentlich gar nicht der Fall ist, weil wenn ich mir das im Vergleich angucke mit einem Gin Tonic, selbst mit einem Orangensaft oder selbst mit einem Glas Wein, das hat alles irgendwie mehr Kalorien. Das stimmt. Insofern kann man... tut sich das Bier damit ja eigentlich bisher keinen Gefallen. Und jetzt kann man auch, sieht man auch, oder sieht auch jeder Verbraucher direkt, ach, guck mal, das ist ja sogar weniger. Ja. Vielleicht trinke ich dann mal lieber eher Bier, als dass ich jetzt einen Longdrink mir reinknalle, wo super viel Zucker irgendwie in Mischgetränk drin ist. Ja gut, das ist nochmal eine ganz andere Liga, ne? Das ist richtig, ja. Also ich bin gespannt. Ich glaube, das wird gar nicht so eine große Erinnerung nach sich ziehen, aber generell ist es natürlich... Transparenz. Die Frage, wie viele Leute das kleingedruckt ist. Also ich glaube, ich gucke dann irgendwie 2-3 Mal drauf und sag so, ach was, echt? Und dann ist auch vorbei. Also jetzt bei den Alkoholfreien steht es da überall drauf. Und es ist ja tatsächlich so, die haben ja so zwischen 17 und 37 Kalorien pro 100 Milliliter. Also ist tatsächlich auch so ein relativ großer Rahmen zum Beispiel. Also dass es auch eher so diese trockenen Pilze gibt sozusagen, die ganz wenig Kalorien haben und dann auch eben welche, die so ein bisschen kräftiger sind, mehr Körper haben, wo man das dann durchaus auch bei den Kalorien sieht. Ich denke, das geht auch noch höher, wenn wir jetzt so eine Pineapple Ghost haben oder so. Ja. Du als Hobbybrauer wirst da wahrscheinlich mehr zu sagen können, aber wenn da eins ist, was mit Fruchtsaft noch infused ist, dann kann das natürlich sein, dass auch wesentlich mehr Restzucker drin ist und dass dann da auch eine andere Kalorien draufsteht. Ja. Aber ich denke, das ist... Wobei der Haupttreiber ist halt tatsächlich immer noch der Alkohol. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sich jetzt so viel ändern wird, weil ich traue den meisten Verbrauchern schon zu, dass sie erkennen können, dass ein Bier mit mehr Alkohol auch mehr Kalorien hat. Und nochmal zurück zu einer Frage, ob ich jetzt anhand der Kalorien entscheide, meine ich wirklich, aber ich habe manchmal schon, glaube ich, keine Lust auf ein 12% Bier und entscheide mich eben aufgrund dieser Basis dagegen. So, dann habe ich halt vielleicht ein 5%iges Bier, was auch lecker schmeckt und zufällig eben weniger Kalorien hat, was auch nicht so schlecht ist. Du wirst ja auch nicht wahrscheinlich nach Kalorien brauen, oder?
Nee, ich wüsste auch nicht, wie ich wüsste auch tatsächlich nicht, wie ich es rausfinden, wie ich es machen müsste. Ich müsste da auch, wie glaube ich auch alle anderen, googeln. Und dann weiß ich es. Sehr cool. Die Schneiderweise. Ist lecker. Ist es im Vergleich zum mit Alkohol quasi, zu den tollen Schneiderbieren, ist es ein bisschen leichter einfach. Ne? Ein bisschen das hat auf jeden Fall schon mal eine schöne Farbe, finde ich. Ja, total. Der Schaum gefällt mir auch total gut. Bernstein. Schaum, Bernstein trüb. Bernstein. Ich finde, es riecht ein bisschen komisch. Also, mich erinnert der Geruch an Hühnerfrikassee. Ich glaube, die ist nicht drin. Ich kann aber diesen Geruch gerade nicht anders beschreiben, deshalb sage ich es so, wie es ist. Also ich würde Orange vorschlagen. Oh, ich weiß nicht, wie meine Mutter das früher zubereitet hat. Orange. Was sagt deine Nase, Bucky? Ja, ich würde auch so in die Richtung gehen. Hühnerfrikassee oder Orange? Orange. Ich glaube, ich wäre auch eher bei der Orange. Vielleicht sind es die Kapern bei dir, bei der Hühnerfrikassee gewesen, die diese Säure machen. Bei uns waren immer Kapern drin in der Hühnerfrikassee. Bei uns waren keine Kapern drin. Das ist enttäuschend. Also irgendein Zusammenspiel von diesem Zitronigen mit irgendwas anderem erinnert mich an Hühnerfrikassee. Aber ich mag das, von daher... Vielleicht gab es den immer mit Reis und das ist der... Nee, auch nicht. Was ist das für ein Hühnerfrikassee? Wir möchten dieses Familienrezept später nochmal haben. Da wird das Huhn ja so eingelegt mit. Man kann die Huhn auch so schön in Pale Ale einlegen. Vielleicht hat man es vorher mit Zitrone und so. Also meine Mutter hat das ganz bestimmt irgendwie mit Zitrone zubereitet, aber 1986 noch nicht mit Pale Ale. Enttäuschend. Also nicht in Nordfriesland. Achso, ja, kann ja sein, ne? Ich meine, wir hatten ja in Norddeutschland schon immer eine hohe Bierkultur. Die ganzen Seefahrer, die hier angelandet sind. Ja. Wir hatten ja auch vor 500 Jahren gefühlt in Hamburg. Das gab es ja alles schon mal. Also wer weiß, vielleicht seid ihr eine sehr bierige Familie. Das sind und wir habt die Tradition heimlich bewahrt. Das sind wir auf jeden Fall, aber trotzdem glaube ich nicht beobachtet zu haben, dass meine Mutter irgendwann mal mit Bier gekocht hat. Vielleicht hat sie immer heimlich einen Schuss Hefeweizen reingemacht. Norddeutschland, bei uns gab es keine Hefeweizen, ach, das stimmt. Stefan. Stimmt, das gab es früher im Leben nicht. Das gab es früher kaum in Bayern. Das gibt es ja auch in Bayern noch gar nicht wieder so lang. Ne? Das war auch da ziemlich in Vergessenheit geraten. Ist ja, glaube ich, auch erst seit 30, 40 Jahren wieder richtig am Start. Ne? Ich glaube, seit den 70ern. Naja, also das gab es schon immer, aber... hat der Bierstil immer so sein Hype, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich sage es ganz offen, mein Fall ist dieses Bier nicht. Aber genau, damit werden wir weg von dem Familienrezept deiner Mutter. Wieder bei dem Bier, das finde ich gut. Warum ist es nicht dein Fall? Weil es für mich einen komischen Geruch hat und einen komischen Nachgeschmack, den ich nicht so richtig mit Bier zusammenbringen kann. Mhm. Ich finde es sehr würzig. Es ist sehr würzig und ich finde, irgendwie ist es passiert mir irgendwie zu wenig in der Mitte und hinten kommt da mal irgendwie dieser hopfig würzige Schuss dran irgendwie. Ich finde es lecker. Ich mag es auch nicht ganz in meinem Fall tatsächlich. Lake Gewürzaromen und so finde ich schon immer ganz gut. Muss man aber mögen, wie viele Sachen. Und ich glaube, hier ist es ganz deutlich, dass man das Gefühl hat, der Körper in Anführungszeichen fehlt. Das ist ja das, was man immer sagt bei alkoholfreien Bieren, dass man quasi dieses vollmundige Mundgefühl, diese Cremigkeit, das in Bier gefühlt mehr wird im Mund. Also ich habe das immer, wenn ich Joghurt esse. Ich esse nur für Joghurt und man hat das Gefühl, das füllt dann den ganzen Mund rauf und quetscht sich in jede Ecke und so. Das hat man ja oft bei so Weizenbieren bis zu einem gewissen Grad schon sehr stark. Und gerade wenn es alkoholfrei ist, hat man das Gefühl oft nicht. Mhm. Meiner Erfahrung nach. Weil ich finde, das macht das Bier tatsächlich relativ gut. Ich finde, dieses sättigende Gefühl, das sich dadurch eingestellt, das imitiert das schon ganz gut. Ich finde auch die Essenz ganz schön. Geschmacklich sagt es mir aber auch nicht so sehr zu. Es ist halt ganz, ganz spritzig. Mhm. Aber ansonsten fehlt mir halt auch ein bisschen was. Ja, genau. Ja. Also die Rezenz ist so, die Rezenz ist tatsächlich 5,5%. Ja, das ist wahrscheinlich das, was in der Mitte fehlt. Ja, ich glaube, da würde ich anfangen zu suchen. Am Ende kommt dann die Würze nochmal, aber es ist irgendwie, irgendwas fehlt. Ja. Nur mal einen kleinen Schuss oben rauf. Und du? Ja, würde ich auch sagen. Also auch nicht so, ja, ganz mein Fall. Vielleicht sollten wir ein Bier mit Alkohol zwischendurch trinken, damit wir dann uns
Das kommt zum Schluss. Wir konzentrieren uns noch auf was die alkoholfreie Geschichte. Danke, Arbeit, danke. Okay, okay. Lighthouse. So, ja, geh mal rüber. So die Richtung. Also bist eher auf der fruchtig-hopfigen Seite. Ja, genau. Mhm. Wie bist du eigentlich zur Bierliebe gekommen? Ja, gute Frage. Also ja, das hat sich so ergeben hier in Hamburg und irgendwann habe ich mal im Supermarkt das Prototyp von Kevida. Das war dein erstes richtiges Craft-Bier? Ja, genau. Cool. Ja, und dann dachte ich mir, okay, das ist Bier? So, cool. Ja, und so kam das dann eben halt. Ne? Und dann immer mehr Bier getrunken, geguckt, was es da noch gibt und ja. Wo kaufst du jetzt ein? Im Supermarkt oder so querbeet? Bei den Brauereien direkt? Gehst du zu Fachhändlern? Oder? Ja, doch. Also Bier und Bier zum Beispiel. Wo sind deine Bierdealer? Bier und Bier und Craft Store. Cool. Nur mal so kleine. Und man sieht neugierige Zwischenfrage. Sorry. Und man sieht dich auch auf vielen Events. Ne? Ich glaube, du bist auch einer, der schon sein Freizeitleben auch ein bisschen danach ausrichtet. Oder? Ja, was genau. Gerade so am Start ist. Ja, doch, bringt viel Spaß und ja, ist auch eine coole Gemeinschaft, man freut sich halt. Also so geht es mir immer, wenn ich auf so einen Bierfest gehe und ich weiß ja, man sieht dann immer seine Pappenheimer, ne? Also dann trinkt man mal lustig mit dem ein, wie wir jetzt ja auch gerade beim Senatsbock uns so fröhlich getroffen haben und uns einen reingestellt. So, das ist auch schon so ein Gemeinschaftsgefühl und man freut sich dann auch richtig drauf. Man weiß dann, auf dem Termin treffen wir uns auf jeden Fall und dann trinken wir wieder ein und man plaudert und hat irgendwie gute Laune. Mhm. Also es macht schon Spaß, finde ich, im Craft Bierbereich. Es gibt bestimmt auch andere Hobbys, ob du jetzt Oldtimer-Fan bist oder sonst was. Da gibt es sicherlich einige Fantreffen, wo man ungefähr das gleiche Gefühl hat. Ungespült aus. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr harmonische Szene, sagen wir mal. Die ist ganz positiv drauf, das stimmt. Die ja, ach, da gibt es immer mal wieder, ne? Also nichts, und was überschaubar am Thema, ne? Glaube ich. Genau. Ja, genau. Also eigentlich sehe ich tatsächlich immer nur das Gezicke online. Von daher ist es wirklich offline auf den Festivals, wir alle ein Glas nach dem haben. Online ist das tatsächlich sehr, sehr eine andere entspannt. Nummer. Das stimmt. Wie in Hamburg die Heimbrauer-Szene, wie ist die so drauf? Ich finde die großartig. Das muss ich natürlich sagen, als Mitglied von Heubauer Hamburg. Aber ich bin total froh, dass wir einen Haufen Gleichgesinnte gefunden haben, die auch bereit sind, mal ein paar Sachen auf die Beine zu stellen, die sich regelmäßig treffen. Vermutlich habt ihr uns ab und zu schon mal bei den Craft Beer Days an so einem Heubrauerstand gesehen. Da schenken immer fleißig Bier aus. Das bringt uns auch mal tierisch Spaß, weil wir als Gemeinschaft. Ich brauche gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Weil wir als Gemeinschaft was auf die Beine stellen. Das ist total lieb von dir. Das wurde jetzt ausgetrunken. Sorry, noch mal jetzt hier. Weil wir als Gemeinschaft was auf die Beine stellen können und eben auch mal Feedback von fremden Menschen bekommen. Und braucht man für seine Freunde, für seine Familie. Dankeschön. Und die sagen, boah, geil, du brauchst Bier. Oder, ja, das schmeckt ja nicht wie man je war. Und das ist immer so ein bisschen wertloses Feedback, weil es ist entweder übermäßig kritisch oder übermäßig begeistert. Und da trifft man immer auch auf Gleichgesinnte, auf Leute, die vielleicht schon das eine oder andere Bier probiert haben, einfach tatsächlich sagen können, du, das schmeckt gut, oder das versuch nochmal. Und ja, es sind alles sehr entspannte Leute. Wir haben auch unglaublich viele neue Leute dazu gewonnen in den letzten anderthalb Jahren. Und ja, ich würde sagen, das ist schon so eine der aktivsten Szenen, die wir so haben. Ihr seid auch immer ausgetrunken, ne? Also egal, welches Bierfest ich gehe, grundsätzlich, wenn ich ankomme, den ersten, den ich treffe, frage ich, was ist denn das Top-Bier, was muss ich direkt probieren? Es kommt immer Hobbybrauer zuerst und es ist, wenn du zu spät kommst, immer meistens schon alles ausgetrunken. Muss ich jetzt mal lobend erwähnen. Ne? Also entweder ihr seid vorher nicht fleißig genug im Orchester, oder? Ihr dürft ja gar nicht so viel brauen. Ihr müsst ja so eine gewisse Jahresmenge dürft ihr nicht überschreiten. Genau, oder dürft kein Geld verdienen. Ne? Genau, das sind die 200 Liter. Wobei, wenn wir es halt ausschenken, wird es natürlich wieder zollrechtlich ein bisschen komplizierter. Das ist dann eine andere verschenkt Geschichte. Verschenkt ihr dann immer. Ihr habt auch so eine schöne Spendenaktion gerade gehabt, oder? Genau, wir verschenken das Bier quasi. Wir sammeln halt Spenden, die sind natürlich freiwillig, weisen aber halt schon offensiv darauf hin. Und da wir das Geld ja auch nicht für uns einsammeln, sondern immer für einen guten Zweck, bringt das auch Spaß. Und wir haben jetzt beim letzten Mal gerade über 1200 Euro eingesammelt an einem Tag. Das geht alles an Kids Welcome, die kümmern sich hier um Kinder und Jugendliche oder, die aus anderen Ländern geflüchtet sind und machen mit denen Bildungsprojekte. Und das finden wir toll. Wir sind klein und lokal und wurscheln so vor sich hin und das trifft auf die genauso zu. Und ja, da haben wir die. Ich finde es eine ganz tolle Aktion. Also, dass ich mich super gefreut, als ich sie auf Facebook gesehen habe. So.
Einfach. Hat funktioniert. Nicht schlecht. Trinken für den guten Zweck auch so ein bisschen, ne? Ja. Ja, das muss ja nicht mal von Regenwald sein. Genau. So schön. Ah, genau. Was haben wir jetzt im Glas? Wir haben noch was im Glas. Wir haben noch einen Hefeweizen, aber das haben wir selber auch noch nicht getrunken. Riedenburger Hefeweizen, alkoholfrei. Schön. Schankbier mit feiner Hefe. Birne und Pfirsich habe ich ein bisschen, würde ich sagen. Steinobst. Ich auch Pfirsich, aber nur ganz, ganz, ganz leicht. Also ich finde, es riecht sowieso kaum. Vielleicht auch ein Hauch Quitte. Bei der Quitte wüsste ich jetzt unbedingt gar nicht, ob ich die so finde, aber beim Pfirsich wäre ich mit dabei. Ja, ich finde schon. Quitte. Aber ich hatte auch, meine Oma hatte einen Quittenbaum im Garten. Oder die Nachbarn vielmehr. Du hast auch, glaube ich, mal erzählt, du hast den Geruch dann ja nochmal trainiert, indem du wirklich exzessiv nochmal an Obst und Gemüse geschnüffelt hast. Oder? Ja, genau. Ich mache ich heute noch, wenn ich im Supermarkt stehe. Also ich finde es einfach spannend. Also wenn ihr so einen braunhaarigen, dunkelhaarigen Schopf seht, dann, das ist Sophie, Kopf über das Gemüsebeet versenkt. Genau, ja. Also ich finde das immer spannend. Also ich muss auch feststellen, es gab jetzt ja diesen super schönen Sommer und ich habe dann Obst aus Süddeutschland mal mitgebracht bekommen, was halt wirklich so bei 30 Grad gewachsen ist und das war auch eine Birne. Und ich hatte so eine Birne einfach im Supermarkt, kriegt man sowas einfach nicht, ne? Also das hatte schon einen Geruch, diese Schale. Und als man das aufgeschnitten hat, das war so intensiv und so süß. Das war die tollste Birne gefühlt, die ich mein ganzes Leben lang gegessen habe. Die hat sich so eingeprägt, weil wir das nicht mehr unbedingt kennen, weil ja auch unsere Supermarktobst und Gemüse, was man so einkauft, ja gar nicht mehr so unbedingt diesen Qualitätsstandard insofern hat, weil die werden nicht nur gespritzt, sondern die kriegen halt auch gar nicht mehr so viele Nährstoffe, wie es eigentlich so, das halt nicht mehr so, ne? Kleiner Baum hat, der auf so einer gemütlichen Streuobstwiese sitzt, so halb verwunschen. Das finde ich schon spannend, da immer wieder ran zu riechen, um sich das einfach so ein bisschen einzuprägen. Und bei mir sind halt die Obstsorten aus dem Garten meiner Großeltern immer ganz gut vertreten. Merke ich halt auch, dass ich die immer besser erkenne als andere jetzt. Okay. So krasse Südfrüchte oder so, da müsste ich halt länger überlegen. Trainierst du auch? Nee, ehrlich gesagt nicht bewusst. Also ich würde sagen, dass ich schon immer einen ganz guten Geruchssinn hatte. Meine Mutter meinte mal, ich hätte schon als Kind immer an allem gerochen. Also allem, bevor ich es in meinen Mund gesteckt habe, habe ich immer alles irgendwie erstmal abgeschnüffelt. Aber wir Frauen riechen also sowieso viel besser als Männer oder haben einen besseren Geruchssinn. Wir riechen auch besser, aber das ist eine andere Sache. Was sagen die Männer dazu? Was sagen die Männer dazu? Ihr könnt es live an diesem Glas irgendwie testen. Tja, mich lässt das Bier so ein bisschen ratlos zurück. Ich finde es auf der einen Seite, am Anfang hat es mir diese malzige Süße, die man eben bei vielen alkoholfreien Bieren hat. Gegen Ende hin flacht das wahrscheinlich auch sehr schön ab, wird dann so trocken, ja, einfach nur noch getreidig. Rest finde ich okay, ist jetzt aber, glaube ich, nicht mein Favorit heute. Da, das Halbtrockene. Fruchtig am Anfang und am Ende schön trocken. Ja, es gibt viele, hatte ich immer so das Gefühl, die tatsächlich einige von den Bieren, die für mich insgesamt so ein Aroma mitbringen, wie Instant-Zitronengetränk vom Aldi. Echt? Ja. Also wo du so ganz leicht das immer noch mit drin hast, so eine leicht künstliche Zitrone. Aber das ist halt nicht so süß, ne? Nee, das nicht. Weil Instant ist ja immer so süß, das kriegst du ja... Ja, aber es gibt so eine bestimmte Art von Zitronigkeit, so die... Die Aspirin-Komplex-Zitrone, meinst du? Ja, hab ich das ja in meinem Leben noch nie genommen. Zitronat. Ah, okay, ja genau, sowas dann eher. Ascorbinsäure. Genau. Ich finde, wir hatten eher viele, viele getreidige... malzige Varianten tatsächlich. Teilweise mit so einem starken Schwarzbrot-Pumpernickel-Geruch. Echt? Ja. Okay. Ah, ja. Trinken wir sowas heute auch noch? Ja, dann passt uns da langsam ran. Das kommt zum Schluss. Das sind noch im Gemüse, im Obstgarten. Also tatsächlich, mein Favorit ist das jetzt auch nicht? Nee. Also ich finde es ganz lecker. Und das prickelt total schön, hat eine total schöne Rezenz. Und es schmeckt wie so eine Pfirsichschorle. Du würdest es aber, funktioniert das als Bier? Oder würde man das trinken, gar nicht, um an Bier zu denken, sondern einfach, weil es schmeckt? Ich nehme nochmal einen Schluck, um nachzudenken. Gegen den Durst? Ja, ist es ein Durstlöscher oder erinnert es auch an Bier? Schon bierig, ne?
Es erinnert, wenn ich ansetze, an Bier, wenn ich trinke, nicht mehr. Aber ich finde es lecker und dann kommt es ja aufs Gleiche. Das stimmt. Aber ich finde, die meisten Biere, wo alkoholfreie Bier funktionieren, eher am besten, wenn man die einfach als eigene Getränkegattung wahrnimmt und nicht als Ersatz zum alkoholhaltigen Bier. Mhm. Da muss man bei seiner Erwartung so ein bisschen justieren. Oh, es gibt, also, ich glaube, wir kommen da gleich noch zu. Es gibt nämlich auch richtig, richtig leckere alkoholfreie Biere. Ja, wir haben so einiges am Start noch. So. Wir tasten uns da ja noch ran. Wir tasten uns ran und wir haben hier auch eins, da steht ja sogar Kraft drauf. Wow! Das muss ja gut sein. Ja. Ist das eins von diesen Kraftbieren, von denen alle immer reden? Kannst du uns auch einfach, wir haben ja mehrere Gläser hier auch wechseln. Ne? Ja, das ist überhaupt kein Problem. Diesmal haben wir hier nämlich das Wolfskraft brutal alkoholfrei. Die Münchner. Die Münchner, genau. Oh, es ist ja ein Lager, wenn wir die. Ich wollte gerade sagen, die sind ja bekannt, die Brauerei, für ihre Varianten von hopfengestopften Lager oder Pilzbier. Ja, genau, ein hopfengestopftes, brutales Lagerbier steht da drauf. Würde mich wundern, wenn die jetzt mal ein Pale Ale brauen, ehrlich gesagt. Ausgerutscht. Ja, tatsächlich. Ein bisschen viel Hopfen reingeraten oder so. Das hast du schon. Ja. Leider die Hefe verwechselt. So, wo haben wir denn? Öffner hatten wir auch hier, da kann er fast nicht zugehen. Sünni hat Ian auch schon wieder gezückt. Ja. Ja, Ian unseren. Ich hab die Schraube so ein bisschen verkürzt. Hast du? Wow. Ja, daran liegt es tatsächlich an dem Hebel, da funktioniert sonst nicht. Siehst du? Dann wird er ja danach auch wieder funktionieren. Ja, das geht bestimmt. Ja. Sonst nutzt er ihn als Deko-Element. Das tun wir jetzt schon. Er hat einen Ehrenplatz bekommen. Macht sich ganz gut. Ne? Als Deko-Element ist er toll. So. Das ist Maracuja. Das ist Maracuja, ne? Das ist Maracuja. Oh ja. Mhm. Aber was ist denn dann? Das ist Maracuja. Da ist aber noch irgendwas anderes. Das mal Maracuja. Was Maracuja heißt. Ist es Himbeer? Oder bilde ich mir das ein? Das Arami hat ein bisschen an Eistee. Ja. Weil es ein dick zu intensiv ist. Es ist halt tatsächlich sehr süß. Damit war ich noch einigermaßen schlank. Die ganzen Fruchtnoten, aber eben halt auch nicht in your face, sondern noch einigermaßen subtil im Hintergrund. Kann ich echt nicht mehr, es ist eigentlich ganz geil. Ich finde aber, es ist ein bisschen eben mehr auch drin. Hauch. Es ist auf jeden Fall nicht so wässrig, ne? Das stimmt. Ja, aber es ist jetzt auch nicht vollmundig, würde ich sagen. Es ist schon sehr leicht, trotzdem. Ja. Aber es ist irgendwie homogen. Mhm, finde ich auch. Aber das mit dem Eistee ist auch tatsächlich, sehe ich auch so. Also ich glaube, bei 30 Grad ist das Bock das richtig, wenn man nach Hause kommt, sich den Kühlschrank aufmacht und dann einfach mal so die Flasche äxt. Da wäre ich dabei auf jeden Fall. Gib mir den Wolf. Was kommt noch dazu? Das ist natürlich kontextabhängig, ne? Ja. Also bei dem. Für mich ist es tatsächlich das Bier, was bisher am weitesten entfernt ist von, ich sag's mal, einem alkoholhaltigen Bier, aber auch am besten schmeckt. Weil es halt wieder auf das gar kein Bier, wenn es alkoholfrei ist. Ja. Ja, das ist halt wenig in diesem Bierkontext drin, ist also für mich echt lecker. Finde ich gut. Gibt's auch ganz normal im Biomarkt. Ja. Crazy. Also ich dürfte davor jetzt, glaube ich, keinen IPA vortrinken. Nee, deswegen gibt's das ja auch danach. Hat denn irgendeiner hier schon vorher Favoriten alkoholfreie Biere? Gibt es da schon irgendjemanden, der schon weiß, welches sein alkoholfreies Favoritenbier ist? Von den jetzt vorgestellten? Also wenn man so an alkoholfreies Bier denkt. Oder meinst du jetzt insgesamt oder jetzt aus der Liste, die wir getrunken haben? Nee, insgesamt. Also so außerhalb dieses Tastings quasi. Also wenn mich einer fragt, was ist ein geiles alkoholfreies Bier, dass ich dann zum Beispiel
da habe ich schon ein oder zwei, wo ich sage, okay, das ist ganz geil. Hm. Gibt das jemand anders, der da irgendwie schon ja, so Favoriten also, was ist dein Favorit? Okay, wieder das UNN. Ja, das ist normal. Ich mag das von Landgang, den Kapitän, heißt das, glaube ich. Mag ich ganz gerne. Also ich empfehle auch gerne das über Normal Null, weil viele Leute das echt gerne mögen. Ich bin da nicht so der große Fan von. Das ist für mich, ich finde das Handwerk klasse gemacht. Super, was er da mit der Hefe da rausgeholt hat. Und mir schmeckt einfach nicht so gut. Das ist mir, ich habe es wohl lange nicht mehr getrunken, deswegen kann ich es auch gar nicht beschreiben, deswegen ist einfach nicht mein persönlicher Geschmack. Und man hat diesen Trend natürlich da sehr in Gang gesetzt, ne? mit seiner Hefe, die er da eingebunden hat. Das ist natürlich schon ein verdienter Gewinner beim European Beer Star, muss man sagen. Ne? Das hat er schon im Braun kann er. Erkenne ich gut. Erkenne ich auch dran. Auf jeden Fall. Ja, nächstes Bier. Spülen wir, haben wir gespült, haben wir gespült? Ich spüle dich, klar. Weil du hast gespült? Die drei Maracuja Noten. Aber tatsächlich zum Favoriten, es geht mir wie dir, ich trinke auch nicht sehr oft ansonsten alkoholfreie Biere. Also es ist tatsächlich. Aber ihr habt jetzt schon bis zum Senatsbock Dry January gemacht. Ja, ne? Ja, wir haben 24 alkoholfreie Biere und haben. Ich war sehr erfreut, dass es keine Qual war. Also das ist schon. Das hat sich echt. Ist dir noch leicht gefallen, ne? Es ist dann relativ leicht gefallen, ja. Ihr habt vermutlich schon die größte alkoholfreie Kompetenz in Hamburg gerade. Auf jeden Fall, was die Quantität angeht, da macht uns keiner was nach. Ich reiche das mal weiter. Das kommt auch, also es kommt aus Hartmannsdorf, aber das Konzept kommt aus Hamburg, nämlich das Summer Ale von Uwe. Das habe ich neulich erst geschickt bekommen, vor einer Woche. Irgendjemand schickte mir nur das Foto und sagte, oh geil, kennst du das? Genau, die ja sonst gar nicht so viel Brauerfahrung haben, das geben sie auch offen zu, weil die verdienen ihr Geld ja eher mit Werbung und Filmen. Und einer von den dreien konnte keinen Alkohol mehr trinken, genau, aus gesundheitlichen Gründen. Ja, und da sind die zwei anderen dazugestoßen und haben gesagt, okay, weil er litt ein wenig, weil es gab aus seiner Sicht nichts Vernünftiges am Markt. Und insofern haben sie einfach mal ihr eigenes Projekt gestoßen, so die Story, die sie erzählen. Und es gibt jetzt auch demnächst ein neues, das Radler haben sie da, das Alster, das dann irgendwie in den nächsten Wochen erscheinen wird, den Prototyp sahen wir da schon auch. Also deutlich, deutlich malziger, ja. Die Note, ja, vor allen Dingen im Gegensatz zum Vorgänger fällt das richtig auf und es ist eher so ein bisschen, als wäre das Malz eine Sekunde zu lange über dem Feuer gewesen, so als wäre es so leicht angeröstet. Mhm. Aber so ganz minimal. Aber dafür hat es tatsächlich ein bisschen Körper. Ich finde auch ein sehr schönes Mundgefühl. Mhm. Holzig, karamellige Noten eher. Genau, dieses Karamellige, ne? Das fällt auf. Ja, so ein bisschen Honig, der am Gaumen hängen bleibt. Das ist auch so eins, das funktioniert bei 30 Grad auch super. Mhm. Ich mag es ehrlich gesagt nicht so. Das ist mein persönliches Empfinden. Also ich hätte es, glaube ich, gar nicht als Summer Ale sortiert. Ich auch nicht. Weil es halt eben doch relativ vollmundig ist und vollen Körper hat, karamellig ist. Zu wenig Hopfen auch drin für so ein Summer Ale, ne? Das ist ja normalerweise, Summer Ale sind ja schon eher so creamy Hopfenbomben, die du dann richtig auf der Zunge merkst. Für mein persönliches Empfinden. Ich bin mal wieder unentschlossen. Ihr seht jetzt das unentschlossene Gesicht dazu leider nicht. Das müssen wir eigentlich gleich mal fotografieren und mit dazu stellen. So. Soll ich mal nicht? Genau. So. Blondinenmäßig. Dein ganze Stimme ist. Entschuldige. Also, hier ist eine Blondine im Raum anwesend. Die hat sich jetzt natürlich dementsprechend beschwert. Keiner weiß warum. Schneiden wir später raus. Besser blond als gar keine Haare, ne? Das stimmt, ja. Ich war auch schon mal blond. Henrik ist noch in der Findungsphase. Wie sieht es bei dir aus, Paki? Ja, ich weiß auch nicht so recht. Also, warum tut mich das jetzt auch nicht? Ja. Oma tut's eigentlich, ne? Nee. Gut, dann einfach nächstes Bier. Nee, was willst du sagen? Eigentlich so zu Hause. Und du?
Ich habe ja schon gesagt, ich mag es. Gute Frage. Ich finde halt überhaupt nicht, dass es, da bin ich ganz bei dir, dass es irgendwas mit Summer Ale zu tun hat. Hm. Weil es auch, also schon allein, wenn man am Glas riecht, also am Bier, nicht am Glas, kommt mir nichts Fruchtiges oder dergleichen entgegen. Ich rieche nur Malz, so die Malznote. Aber ich mag's. Das ist ja wieder ist der alte Gag des Bezeichnungsproblems, dass man macht sich immer ganz gerne über die Discounter-Biere lustig, wo dann alles Mögliche draufsteht in einer wilden Kombination, wo man selbst als Experte davor steht und sich denkt, what? Also so Sachen, die halt wirklich gar keinen Sinn machen. Das ist natürlich auch bei Textbildschere. Ja, beim Bier manchmal der Fall. Oder man sagt, man nennt Summer Ale, weil man es im Sommer gut trinken kann, aber dass es eigentlich fast einen gefestigten Bierstil gibt mit einer Bezeichnung. Vielleicht ist hier die Sicht des Werbers vorangeschrieben. Ja, also ich kann da nur jedem den Tipp geben, ganz einfach auf Rate Beer. Da kann man die Bierstil-Kategorien nämlich auch einfach anklicken und da steht dann nochmal die ordnungsgemäße Definition dazu drin. Ja, sehr gut. Oder man kauft euch dieses Buch. Dieses Buch. Ja, stimmt. Im Sinne so, nennen wir doch mal den Namen nochmal. Wie heißt das Buch denn? Der ultimative Bierguide. Ja, da steht es auch drinnen. Da kann man, bevor man ein Bier irgendwie komisch nennt, auch nochmal nachschauen. Aber ich habe tatsächlich auch das IPA von denen getrunken. Ich fand, das war besser getrunken. Das haben wir auch hier, das können wir gleich im Vergleich. Aber erst wir steigen sanft ein. Summer Ale, Pale Ale und so weiter. Perfekt, ich hoffe, bevor alle einen riesen Blubber machen. Dann warte ich einfach mal. Ich kann es wegschütten, das war irgendwie noch zu weh. Reicht. Ich brauche nicht so viel. Geh doch. Wenn ich Bierverkostungen mache, der Regine durfte auch schon mal zu Gast sein, dann gibt es immer eine Flasche für so 5 oder 6 Gläser. Ja. Das ist wirklich nur ein kleiner Rauch. Hast schon? Ja. Aber wir haben ja diesmal keinen Alkohol drin, deswegen... Ja, aber die Menschen müssen ja trotzdem irgendwie... Ja, sonst müsste ich auf jeden Fall gleich zweimal kurz raus. Das Ganze verarbeiten können, haben wir alle? Ja. Ja. Man fühlt sich auch ein bisschen betrunken. Der alte Gag, ne? Bis zu 0,5% Alkohol darf in einem alkoholfreien Bier drin sein. Weil ja auch tatsächlich in einer reifen Banane nicht viel weniger drin ist, genau. Ja, ich weiß nicht, ob wir die Zuhörer das alle schon wussten. Deshalb darf ein alkoholfreies Bier auch einen Restalkohol enthalten. Genau, aber es gibt trotzdem Marken, die gerade auch so für den Nahen Osten oder für Saudi-Arabien und diverse andere Länder mit muslimisch geprägter Kultur 0,0 Biere herstellen. Also insofern man sie dann da einführen kann. Mhm. Also es ist auf jeden Fall nur mal so als Information hinterher. Jetzt haben wir im Glas, sagen wir schon, das Berlo Naked. Berlo Naked. Was ein wunderschönes Etikett hat, finde ich tatsächlich. Weil es so schön dezent fast nackt ist. Man muss schon gut lesen können. So weiß auf weiß. Ja, hell beige auf weiß so. Aber hinten wiederum, die Angaben lassen sich dann ganz gut lesen. Also auch das haben wir festgestellt, es gibt Etiketten, das ist so der Overkill. Lupe und Lampe brauchst du. Oder da ist so viel drauf, dass dein Auge in dem Moment auch gar nicht weiß, wo es hinspringen möchte. Und demnächst dann noch mit Kalorienangabe. Und demnächst dann auch noch die Kalorienangabe, dann wird es irgendwann schwer, ja. Sehr gut. Also Naked ist auch auf jeden Fall der malzigere Kollege und hat so ein bisschen, erinnert mich leicht an Haribo, aber an die Kirsche, aber nur so eine Millisekunde. Ansonsten ist es eher herb im Abgang. Ich habe die Haribo-Kirsche so lange nicht gegessen. Aber das ist eher das Grüne Fall der Kirsche, nicht das Rote. Das grüne Stück. Wäre enttäuschend. Kommt drauf an, ja. Du hast mal erzählt, du hast dich mal irgendwie hingesetzt und für dich so Assoziationen aufgeschrieben, ne? Weil ja, genau. Weil du ganz schnell Menschen irgendwie Geschmäcker und Gerüche verklickern solltest und hast einfach deine Assoziationen aufgeschrieben. Deswegen bist du auch schnell bei der Haribo-Kirsche. Ja, genau. Also es gibt ja auch tolle Fachkollegen, die dann die wirklichen Fachbegriffe dieses Geruchs
erklären. Das hat dann ganz viele X, Y und so. Also beim Scrabble würde man mit diesen Wörtern immer gewinnen. Aber ich kann das sehr schwer aussprechen, muss ich zugeben. Merken ist dann noch was anderes, aber vor allen Dingen, dass da kann kein Mensch dir zuhören. Da hat man auch keine Lust mehr, dir zuzuhören. Wenn dir jemand eh schon was erklärt die ganze Zeit und du willst dazu hören, hast du sowieso schon einen im Tee. Und dann kommt man auch noch mit so Fachbegriffen um die Ecke. Das kann man normalerweise wirklich knicken. Und da habe ich mich immer dafür entschieden, die Sache auch irgendwie so erlebbar zu kommunizieren, dass da jeder auch Spaß mit hat und dass es auch jeder nachvollziehen kann. Jeder kennt nun mal bekannte Süßigkeiten. Jeder kann damit was anfangen. Jeder hat das selber schon mal erlebt. Und dadurch kann man dann am ehesten auch was im Bier erkennen. Und dadurch habe ich für mich festgestellt, auch ein bisschen mehr Freude wecken an dem Getränk und ein bisschen mehr Begeisterung den Leuten mitgeben. Ja, ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Kniff, der funktionieren wird. Das stimmt. Auch wenn ich jetzt gerade diese Kirsche nicht im Kopf habe. Da, aber das ist so nachdem du es gesagt davon, hast, hat man so eine Idee, dass man denkt so, ja, okay, ich werde das irgendwann stimmt. Diese Kirsche mir jetzt noch die habe ich auch lange nicht. Diesen Werbung hier mal abgleichen hier. Ansonsten, ich persönlich mag das ja, ne? Also, wir haben ich schmecke jetzt gerade so ein bisschen Kaffee. Ich finde, das hat gegen Ende eine eher... ja, leicht harsche Note. Vielleicht ist das ist was, was mich an dem Bier tatsächlich eher ein bisschen stört. Es ist anfangs fühlt mich total leicht und fruchtig angefühlt. Und dann ist es sehr schnell kippen, dieses Getreidige und ist dann langsam so harsch ausgefädelt. Und, das ist wahrscheinlich der Kaffee, den du. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Antrunk toll, Abgang, naja, nicht so weit. Kaffee kommt schon irgendwie, kann man schon. Könnte man schon. Können wir ja, es ist jetzt kein aufgesetztes Kaffeearoma, sondern ähnlich wie wenn man den Kaffee halt getrunken hat oder wie man den am frischen Kaffeepulver riecht. So heißt also jetzt, könnte schon gehen. Ja. Der Lohnäkel. Berliner Bier. Gibt's Berliner auch Marke. Ganz normal, die sind ganz gut im Handel. Also das ist jetzt auch keine Kunst, die zu jagen. Stimmt, genau. Ich muss neues Bier holen. Scholoch! Stefan, du machst das ganz toll. Ja, wirklich. Ihr könnt schon mal spülen in der Zwischenzeit. Immer her damit. Sehr cool. Also in Asien keine großartigen alkoholfreien Biere, sagst du? Nee. Aber eine aufstrebende Bierkultur. Immerhin. Wie heißt denn die Craft Beer Brauerei, die du besucht hast? Erzähl doch mal. Burlitz in Yangon. Und es war echt eine ganz lustige Geschichte, weil ich habe halt, als klar war, dass wir nach Myanmar reisen, habe ich halt gegoogelt Craft Beer Myanmar. Und ich kam halt nur bei dieser Brauerei raus und dann... habe ich ja gesehen, dass die in Yangon ist. Dann haben wir halt auch schnell entschieden, dass wir die einmal besuchen wollen. Aber, also Yangon ist halt eine Millionenstadt. Und in Yangon wurden Motorräder verboten. Deshalb fahren alle Auto, die sich fortbewegen wollen. Das wäre schön gewesen, aber es ist halt ein Dauerstau. Also du kommst nie voran in dieser Stadt. Und wir haben halt dann gesagt, so, okay, jetzt fahren wir zur Brauerei. Hatten halt gesehen, dass die so ein bisschen außerhalb halt ist. Also am anderen... Entschuldigung, ich wurde gerade abgelenkt. auf der anderen Seite des Flusses, glaube ich. Im Industriegebiet. Und wir haben uns dann ein Taxi gesucht und haben dem Taxifahrer dann halt gesagt, dass wir da hin wollen, zu dieser Adresse. Und haben ihm das halt auch auf Google Maps gezeigt. Und er hat 5-mal nachgefragt. Und dann... hat er gesagt, so, ja, Moment mal, ich rufe da mal an und frage mal, ob wir da jetzt wirklich hinfahren können. Und dann waren wir schon so ein bisschen verunsichert. Dann rief er da an und dann haben die Leute eben halt von der Brauerei gesagt, ja, hier kann man herkommen und uns besuchen und hier gibt es auch einen Schankraum oder wie auch immer sie ihm das halt verklickert haben. Und dann fuhr er los und wir haben uns halt wirklich im Schneckentempo voranbewegt. Und dann drehte er sich irgendwann zu uns um, als wir mal wieder in so einem Stau steckten. Wir waren mittlerweile, glaube ich, schon eine Viertel oder 20 Minuten unterwegs. Und dann meinte er so, was wollt ihr denn da? Ja,
Ja, wir wollten da halt gerne ein Bier trinken gehen. Naja, aber könnt ihr hier auch in der Stadt, also in der Innenstadt, ein Bier trinken gehen. Ich kann euch da zu einem Hotel fahren. So, ja, da wollen wir aber nicht hin. Wir möchten gerne zu dieser Brauerei. Ich habe da schon überlegt, dass ich ihm besser nicht erkläre, dass es die erste Craft-Bier-Brauerei in Myanmar ist. Weil ich meine, das ist ja schon manchmal schwierig, das in Deutschland zu erklären. Und er fuhr dann ein bisschen weiter, fluchte ein bisschen. Und dann drehte er sich wieder und meinte, ja, aber das ist im Industriegebiet. Ja, das ist im Industriegebiet. Ja, habt ihr da auch irgendwo ein Hotelzimmer? So, nee, wir wollen da jetzt nur hin und Bier trinken. Fuhr er weiter und dann drehte er sich wieder um und meinte, ja, arbeitet ihr da irgendwo? Nein, wir wollen da nur hin. Wir wollen nur ein Bier trinken. Wir wollen doch nur Bier trinken. Wir haben, glaube ich, 50 Minuten gebraucht, um so aus dem... aus der City, aus dem Zentrum da zu dieser Brauerei zu kommen und er wurde immer nervöser, weil es irgendwie auch dann über so eine Brücke rüber und da war nichts mehr außer so Industrie. Und wir haben ihn dann selber per Google Maps dahin geleitet und naja, dann kamen wir halt an so einem relativ coolen Schankraum an, der da direkt an die Craft Beer Brauerei gebaut wurde und das war das erste Mal, dass dieser Taxifahrer, der die ganze Zeit mega grimmig war, sich total gefreut hat, als er halt sah, so, hey. Das ist tatsächlich ein Ziel. Das sind Geschichten, die man auch auf deinem Reiseblog durchaus lesen kann, ne? Ja, aber der ist ja privat. Du musst ihn öffentlich stellen, wollte ich dir damit sagen. Ja, das kommt auch noch. Nächstes Buch. Scheiße. Wann hast du das Buch geschrieben? Was ist da so für Inhalt drin, für die, die es jetzt nicht kennen? Das Buch habe ich, das ist ja letztes Jahr im Sommer rausgekommen und ich habe so die anderthalb Jahre davor geschrieben. Und es ist so ein bisschen Bier und auch Craft Beer für Dummies. Also wenn man sich für Bier interessiert, wenn man es gerne trinkt und wenn man vielleicht auch mal wissen möchte, was denn dieses Craft Beer überhaupt ist, was dahinter steckt. Dann wird man dort über die ganzen Zutaten, über den Brauprozess, über das, wie man das zu Hause selber brauen könnte, wenn man wollte, über die Bierstile, die Braugeschichte rangeführt. Alles schön illustriert von meinem Schulfreund Ole Schleef. Cool. Sehr schön. Ja, was haben wir im Glas? Atlantic Ale, ne? Das richtig sehe? Störtebeker Atlantic Ale. Ganz neu, tatsächlich haben wir im Laden hier noch nie gesehen. Es hat deutliche Hopfennote drin. Sie haben uns das freundlicherweise geschickt. Man schmeckt auch den Hopfen schon richtig. Cascade, Amarillo und Citra. Also wenn man mir jetzt gesagt hätte, das wäre ein Summer Ale, hätte ich das wesentlich eher geglaubt, als das, was wir eben hätten. Weil man hier diesen typischen Geschmack hat. Also ich finde, das kann man immer, den Hopfen kann man im Mund immer sehr gut erkennen, wenn man ihn nicht riechen sollte, dass es sich oben auf den Gaumen legt, auf die Innenseite der Zähne und so ein bisschen auf die Zunge und das Ganze wird alles so ein bisschen cremiger oder mit so einem Film bedeckt. Ich finde, diese Hopfenöle, das merkt man einfach ganz, ganz, ganz deutlich, wenn schon im ersten Schluck. Und gerade bei so Summer Ales kenne ich das halt, dass es ganz extrem ist. Also hier nochmal als Info zur Herstellung, weil das fand ich ganz interessant, die kombinieren ja die Verfahren. Die machen einmal eine Vakuumrektifikation und dann wird der andere Teil der Produktion mit einer gestoppten Gärung produziert. Und diese beiden Anteile, ein Teil, ne, das ist also auch ein Cuvée, und einer mit der gestoppten Gärung werden dann miteinander verschnitten. Und das Ergebnis ist dann dieses auch Spiel. Schön ordentlich herb am Ende. Atlantikmäßig halt. Ja. Ja, das normale Atlantic Ale war auch so mit eins der ersten, was ich so öfter getrunken habe, weil es halt im Supermarkt gab. Ne? Das ist für viele das Einsteigerbier, habe ich schon öfter gehört. Ja. Weil die so eine speziellere Verpackung haben, da greifen viele Leute zu. Ja. Also da auf jeden Fall Lob fürs Packaging, aber kann man auf jeden Fall auch machen, weil die produktmäßig und vor allem inhaltsmäßig ja immer sehr gut aufgestellt sind. Finde ich auch. Ich finde es auch total lecker. Könnte man mir auch als Session Pale Ale IPA verkaufen, dann würde ich halt rumnörgeln, ein bisschen wenig Körper. aber für ein alkoholfreies Bier ist das durchaus gelungen. Muss ich mal sagen. Ich finde auch, das haben sie echt gut hin. Auf jeden Fall, ich muss auch schon zum zweiten Mal gehen, weil mir Hopfen immer so diese Müdigkeit. Hopfen, ich dachte, das wären meine Geschichten. Nee, nee. Also jetzt auf jeden Fall nicht.
kannst du heute mal machen? Kannst du morgen nach ich um 3 wieder machen? Wir hoffen, macht ja echt müde. Das ist ja ein Präparat, das ist ja nahe dem Marihuana. Das wird jetzt inzwischen, kann man sogar zum Beispiel Krebspatienten geben, um den Hunger zu erhöhen und auch die Müdigkeit. Es funktioniert bei mir auch bei einem Glas Rotwein, dass ich super müde werde, aber ich merke, dass ich, wenn ich viel Hopfen trinke, direkt erstmal gehen muss und so richtig kleine Augen bekomme. Du meinst, du bist ein sehr gechillter Biersommelier. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich brauche kein CBD-Oil oder so. Reicht dann einfach. Du bist da immer ganz bei dir. Eine ordentliche Hopfenbombe und dann sitze ich auch schon ganz entspannt in meinem Stühlchen. Bärchen wird direkt müde und reibt sich die Augen. Ja, genau. Aber das geht dann auch wieder, ne? Okay, Atlantik. Das war das bei euch? Werdet ihr auch müde von Hopfen oder seid ihr resistent? Ich habe das eher mit alkoholhaltigen Bieren, so ein schweres Imperial Stout im Glas, dann auf dem Sofa sitzen, warm unter der Decke. Ist vorbei, ne? Also bei mir ist eher Rotwein tatsächlich. Bei mir auch. Ne? So Rotwein ist auch sowas, was mich müde macht. Bier kratzt mich manchmal auf. So. Ja, wahrscheinlich die Menge auch an, ne? Und das Umfeld. Ich kann jetzt auch ein Geheimnis erzählen. Ich habe, als ich das Buch geschrieben habe, ich habe es ja geschrieben, während einer Festanstellung, also immer so abends um 6:30 nach Hause gekommen und um 7 dann an den Schreibtisch und weitergeschrieben. Und ich habe tatsächlich Rotwein sehr häufig getrunken, was nicht so richtig passt, wenn man ein Bierbuch schreibt. Aber jetzt komm, ich wusste halt immer, ich kann ja nicht bis irgendwie in die Puppen schreiben und ich muss irgendwie schlafen. Ich war ja schon so ein bisschen unter Strom und habe mir echt gedacht so, ja, immer eine Flasche Rotwein neben deinem Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch mit eigenem Bereich, mit Glas und 2 Untersetzern und so. In der Schublade. Ja, ja, auch schön. Und irgendwann hatte ich dann immer diese Rotweinschwere und bin ins Bett. Ja, so ein Globus, den man aufmacht und dann kommt irgendwie die Flasche. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist so ein tolles. Also, falls jemand sowas zu verkaufen hat, ich kaufe es, also bitte anschreiben. So ein Globus-Bar suche ich auch schon lange auf Flohmärkten. Muss ich wirklich. Meine Begeisterung, ich bin gleich wieder wach. Ich kann sagen, also so das Leben eines Buchautors hätte ich mir glamouröser vorgestellt, aber ich dachte, den Zaun hätte ich dir schon lange gezogen. Deswegen wolltest du auch immer ein Buch schreiben, ne? Weil du gedacht hast, dann geht das glamouröse Leben los, ne? Genau. Sehr schön. Das nächste Bier, sind wir auch ganz aufgeregt. Riegele. Mein Lieblingsbier. Liberis IPA 2+3. Mein Lieblingsalkoholfrei ist tatsächlich. Okay, 2+3 war das. Ich oute mich. Du gehst da voll nach vorne. Ich gehe voll nach vorne. Yay! Es sind 2 Siede und 3 Hopfensorten, glaube ich, ne? Deswegen 2+3. Also auch wieder verschnitten und. Gibt es denn bisher schon Favorites? Weil sie hat ihren jetzt gerade genannt. Meins kommt jetzt quasi. Bei mir war es ja dieses Pfirsichwasser, ne? Aber ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das? Hier, das ist ja von Lamsbräu. Nee, von der Riedenburger. Ah. Die Riedenburger Hefeweizen alkoholfrei. Aber die Riedenburger, die können halt auch brauen, ne? Aber jetzt, das riecht ja halt auch sagen. Da bin ich auch mal gespannt. Das hat das uns ganz, ganz toll. Sie haben es uns freundlicherweise geschickt und es ist gestern erst angekommen. Das heißt, wir haben es auch natürlich noch nicht vorher. Also da wird sie sehr warm. Zitrone und Pfirsich. Mango, Maracuja, ja. Mm. Ein Obstkorb. Ein Obstkorb. Genau, in den Tropen. Fast okay, wir haben hier noch eine zweite. Also deswegen. Es ist auf jeden Fall auch wieder eine schöne Farbe, finde ich. Ja, es ist hellcremig und es schmeckt also sehr, sehr süßlich im Verhältnis zu den auch, die wir vorher hatten. Mhm. Und sehr rund und sehr vollmundig und sehr cremig. Also ich habe das im Tasting mal gehabt bei einem Event. Mhm. Und die Leute sind voll drauf abgegangen, sage ich jetzt mal ehrlich. Also ich fand es alle richtig, richtig toll. Gerade ich hatte viele dabei, das war so ein Store, quasi Store-Opening-mäßig und die waren viele, die eigentlich gar kein Bier trinken, auch viele Damen anwesend, die sind wirklich nur Wein trinken, Prosecco oder so und die fanden es alle halt wirklich toll. Mhm. Also gerade auch um 12 Uhr mittags, weil die gesagt haben, oh, ich trinke mal, probier mal das alkoholfrei, die waren richtig begeistert. Ich muss auch nochmal gucken, oh, das ist ja ganz toll, wirklich. Mhm. Ich bin da ganz bei dir. Super Zeug auf jeden Fall, ich habe eben noch auf der Flasche nachgeguckt, ist auch tatsächlich Amarillo drin, mein Lieblingshopfen, den rieche ich häufig raus und ja, es ist halt ein Ticken zu süß, könnte auch ein bisschen herber sein. Wonach riecht der für dich, der Amarillo? Ja, auch so Pfirsich, der ganze tropische Fruchtkorb.
ist damit drin. Mhm. Aber ich glaube, wenn du eben sagst, dass das Leute gerne trinken, die nicht so bierversiert sind, ist es vielleicht gut, dass es nicht so bitter ist. Ja, auch genau. Wenn ich es persönlich besser gefunden hätte. Nee, das ist, glaube ich, gerade der Clou hier dran, dass man halt gerade wenig... So, Hopfen, Fruchtschorle. 34 Kalorien. Genau. Eine klassische Hopfenschorle. Und jetzt mal ganz blöd gefragt, kann man das hier in Hamburg irgendwo kaufen? Ja, das kann man kaufen. Kraftbistro.de hat es auch online. Hm. Man kann auch regelmäßig schauen, es gibt auch immer wieder Gutscheincodes, die bei mir gepostet werden. Das kann man überall kaufen. In Hamburg dann bestellen. Ja. Du kannst es von deiner Couch aus kaufen. Die Welt aber ist bei mir in der auch sogar einen eigenen auf der Couch zu Hause, genau. Ja. Aber man kriegt sogar so real life in der Farbe, tatsächlich. In einigen Shops, ja. Wenn du ganz lustig bist und es sofort brauchst. Sehr gut. Tja. Ich finde es einfach nur lecker. Ich fühle mir noch was nach. Ja. Wir können auch das andere noch aufmachen. Ja, ist gut, wir sollen ja noch ein bisschen was. Darfst du da mitnehmen für heute Abend? Damit wir dich mal vom Rotwein wegkriegen. Ich schreibe ja gerade nicht. Ja, da kannst du ja trinken, dann ist ja alles gut. Beste Anstellung habe ich auch nicht. Musst du auch nicht ins Bett gehen, das kann ich nicht. Genau. Ist da jemand, der sagt, das ist nichts? Ich finde es auch sehr lecker. Also. Sehr gelungen. Es ist schon sehr süß, ne? Finde ich. Also das ist das Einzige, wo ich so denke. Ja, es ist gar nicht mehr so krass. Ich glaube auch, dass diese tropischen Aromen wirkt es noch süßer. Ja, stimmt. Um ehrlich zu sein. Ja, das ist klar, wie das niemand ärgern möchte, aber das sind eigentlich die wenigsten oder bisher gar keins von den Bieren hier. Die sind ja alle eher auf einen eher breiten Geschmack zugeschnitten, habe ich das Gefühl. Wird noch eine Weile dauern, bis es dann West Coast IPAs und Alkohol ist. Naja, Olli sagte ja zum Beispiel, Olli Wesselow, dass er ja auch irgendwie über so einen Stout oder sowas nachdenkt. Also wo du da ja auch irgendwie so sehr viele Geschmäcker hast, die halt eben den fehlenden Alkohol überlagern können. Ne? Also das wäre vielleicht auch nochmal so eine Idee. Das ist in seinem Rezeptbuch und in seinem Projektbuch, aber nicht im vorderen Teil, soweit ich mich erinnere. Das macht ja auch Sinn. Ich meine, gerade durch das geröstete Malz, wenn du gerade diese tollen Schokoaromen hast, Fruchtnoten von roten Früchten, die du vielleicht auch mit reinkriegst, wozu dann auch noch Alkohol, ne? Auch diesen Malz, ein malzbetontes Bier überdeckt ja quasi den fehlenden Körper dann wahrscheinlich am ehesten. Weil also du halt auch viel Malz hast. Also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Theorie. In der Theorie genau, könnte ich mir auch. Und auch der Klassiker, ne? Vita-Malz, Malzbiere sind ja auch alles Biere, die mit bisschen dunkler sind und karamelliger und sowas schon in die Richtung gehen. Jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen. So, irgendjemand sagte doch eben schon mal, mach du doch mal auf der Seite weiter. Also, das Uwe IPA machte er. Warst du das, Hendrik? Danke. Das war ich. Das warst du, ne? Ich fand es besser, aber das ist ähnlich. Dann gucken wir mal, wie du es jetzt hier im Vergleich findest. Haben wir denn inzwischen schon Halbzeit? Ja, das war ein Ja. Da riecht mich ja die Frage schon auf. Biere. Willst du eine Halbzeitpause machen? Nein, ich frage nur, wie... Ich weiß gar nicht so, wir sind glaube ich so, ja, ich glaube wir sind sogar schon über die Hälfte. Wir sind schon über den Berg sozusagen. Bevor unsere Gäste ermüden. So lange ist es nicht. Also es schmeckt... malziger, deutlich malziger, also Uwe-malzig quasi, wie man es erwarten kann. Es ist fruchtiger, aber auf jeden Fall gar kein Vergleich zu dem vorher. Und es ist irgendwie, weiß ich nicht, ist eigentlich okay, aber auch vielleicht ein bisschen holprig. Vielleicht mag ich gerade das, dass es eben ein bisschen holpriger ist, nicht so gefällig. Mhm. Hat eine bleibende Hopfenbitter am Ende, was ich schön finde. Ja, ist sehr malzig, das ist nicht unbedingt meins, aber... Wenn man jetzt an ja, sagen wir ein englisches IPA denkt, ist es vielleicht gar nicht so weit weg davon. Mhm. Vom IPA? Von dem englischen IPA, die dann doch eher ein bisschen malziger, karamelliger sind. Vorher brauche ich aber ein bisschen Hopfen, ehrlich gesagt, noch ein bisschen mehr. Aber es hängt tatsächlich ziemlich bitter nach, ne? Ja, das finde ich auch. Ja. Auch so eine kräuterige, erdige, bittere. Mhm. Aber ich also, fand das andere auch schon... herb im Abgang, also auch so ein Atlantik-Ale oder so, das hat ja auch schon eine deutliche Hopfennote im Abgang. Stimmt. Herbe.
Aber ich finde, es ist auch, über Geschmack lässt sich halt auch immer nicht streiten. Es ist halt wirklich sehr individuell, persönlich. Mhm. Der eine mag das rote T-Shirt, der andere findet es ganz grauenvoll. So der ist eine es halt, mag es malzig, der andere sagt, ja, es ist ja auch so, dass halt der Geschmackssinn halt auch erlernt wird, so ein Teil. Ne? Ich ja. meine, klar, von Haus aus gibt, ist es so, dass man eigentlich die süßeren Sachen lieber mag, weil sie deinem Körper und deinem Gehirn mehr Leistungsfähigkeit versprechen. Aber so tendenziell erlernt man das ja. Und je weiter man in den Süden kommt, oder je mehr sich die Region des Bieres verändert, desto mehr sind auch die Favoriten anders. Oder die Geschmacksnerven. Also je weiter südlich, desto süßer werden sie oft, meiner Erfahrung nach. In Israel braucht man ja auch mit Dattelhonig zum Beispiel. Okay, das hieße, wenn du dann ein Bier konzipierst, müsste es denn für den Süden malzig süßer sein, definitiv, um da anzukommen. Wenn ich eins konzipiere, dann würde ich so konzipieren, wie ich es geil finde, ne? Mhm. Würde ich ehrlich gesagt, wäre mir das egal, ob das jetzt im Süden besser schmeckt oder nicht. So, also es muss ja mir schmecken, wenn es dann mein Bier ist in erster Linie. Und ich denke, da werde ich auch Abnehmer finden. Aber erfahrungsgemäß würde ich das schon so sagen. Also einfach auch, weil man es gewöhnt ist. Dass man zum Beispiel im Bayerischen auch mal mehr Helle trinkt oder Alt und Kölschbier, die sind ja auch eigentlich mal total. Klar, das ist die kulturelle Prägung, ne? Und die hat mit Sicherheit diese Lokalprägung. Was ist denn bei dir oft in der Sudpfanne zu Hause? Ich brauche ja bevorzugt Biere, die eher dunkel sind. Also viele Stouts, Porter. Was ich als letztes gebraut habe, war ein. Was war es denn? Gute Frage. Es war, glaube ich, ein American Stout, also ein Stout mit ein bisschen mehr Hopfen. Gar nicht unbedingt, weil das meine Lieblingsbierstile zum Trinken sind, aber ich habe auch das Gefühl, ich kann die am besten brauen, da bin ich mit den Ergebnissen am zufriedensten und dementsprechend bewege ich mich gerade so in der Wolke und habe auch einfach da noch genug Ideen, die ich ausprobieren möchte. Ist ja immer das Problem, zu viele Ideen, zu wenig Zeit. Und deswegen denke ich auch, dass ich noch eine Weile in der Ecke bleiben werde. Sehr cool. Wie viel brauchst du so? Leider viel zu wenig. Meistens tatsächlich für die großen Events, Craft Beer Days und Konsorten und dann ab und zu mal, wenn es nochmal einen Anlass gibt, Geburtstagsparty, solche Geschichten, wo man einfach sagen kann, hier, 10 Liter Pale Ale. Viel Spaß. Mein Geschenk. Sehr gut. Hast du mal wieder, für dein Buch weiß ich, hast du gebraut. Hast du mal wieder gebraut selber? Ich habe nochmal mit Martin zusammen gebraut, weil ich es ihm zum Geburtstag geschenkt habe. Ein Weizenbier, glaube ich. War also mein Pale Ale, das ich alleine gebraut habe. Aber Pale Ale ist ja halt nun mal auch ein relativ dankbares Bier, um es allein zu brauen. Hat mir besser geschmeckt als das, was ich mit Martin gebraut habe. Aber habt ihr es, also du unter erschwerten Umständen gemacht, meines Wissens, auf so einem alten Herd noch mit dem... Ich ja, alleine. Ja. Vor allen Dingen alleine, ne? Also ohne irgendwie Induktionsherd. Aber ich habe mir auch geschworen, ich mache das nie wieder. Nee, ich hatte nicht kein Feuer oder so. So ein kleiner Kamin. Ja, da musst du halt die ganze Zeit daneben stehen. Und musst du ja eh, oder? Also ich meine, außer du hast jetzt so ein High-End-Herd, wo du weißt, okay, ich stelle mein Herd jetzt auf 69 Grad, 73 Grad ein und das ist dann auch die genaue Temperatur. Aber normalerweise muss man da ja schon eh gucken, oder? Ja, es hilft auch nichts, auch wenn der Herd unten sagt, es sind 69 Grad, oben ist hast oben eine ganz andere Temperatur. Deswegen hilft es schon zu rühren und dann ab und zu mal die Temperatur nachzumessen. Ja, diesen alten Herd, da kannst du ja nicht sagen, so, jetzt will ich es irgendwie gleich kälter haben. Das dauert ja eine Ewigkeit. Was am besten musst du halt ständig den Topf hin und her ziehen. Ich habe das schon als sehr anstrengend empfunden. Aber was am besten funktioniert, ist tatsächlich, die Maische auf eine bestimmte Temperatur zu bringen, dann gut isolierten Topf zu haben und sie einfach da zu halten und nicht mehr häufig nachzuheizen. Das ist dann stressfreisten. Also gut isolierter Topf bedeutet nicht der von Ikea. Das ist also der einzige, den ich dann in dieser Ad-Hoc-Brau-Situation irgendwie schnell auftreiben konnte. Mal kurz Halbzeit machen. Was ihr da so macht? Also ich habe sogar 31%, die jetzt die Alkohol frei machen. 31, das ist nicht schlecht. Wie viele haben abgestimmt? 12 oder so. Nehmen wir wieder auf. 13 Leute. Wir laufen, ja. Wir sind wieder da.
nach der kleinen Pause, nach der Klopause, nach der ganzen Flüssigkeit sind wir alle wieder da. Frisch und munter. Tja, und wir können dann alkoholfreies Bier wir probieren. Let's go. Was wir sehen, die Laune sinkt nicht drastisch. Hast du schon mal selber gebraucht? Das haben wir von dir noch gar nicht gehört. Leider noch nicht. Bin noch nicht dazu gekommen, aber habe mir das mal vorgenommen, dass ich das mal machen werde. Willst du denn in so einer Brauerei am liebsten einmal einbauen oder so, so einen Braukost, der quasi angeleitet wird? Mhm. Oder hast du eher Lust, dass du sagst, okay, ich bestelle mir jetzt so eine selber Brauerbox? Danke. Oder möchtest du zu Henrik? Das ist wahrscheinlich ja auch schon bei dir. Ja, doch, ich glaube, das ist ein guter Lehrer, denke ich mal. Langsam wird es hier voll mit den Terminen. Ich kann auf jeden Fall jeder Person erstmal empfehlen, wer brauen lernen will, sollte man einen Braukurs gemacht haben. Mhm. Das Ganze ist doch deutlich einfacher und man hat deutlich weniger Ehrfurcht vor dem Prozess, wenn man es einfach schon mal gesehen hat und das Ganze in Aktion erlebt hat. Weil so kompliziert ist es nicht. Mhm. Okay, ist so ein bisschen wie Kochen, man kann daraus eine. Was ist denn sonst dein Lieblingsbierstil? Eine Runde. Ja, so IPAs. IPAs schon, also, ne? So Treibers, so England IPAs. Trinke ich doch sehr, sehr gerne. Oh. Aber auch andere Biere, also nicht. Also auch mal ein Sour oder jetzt auch zum Beispiel Senatsbock. Auch ganz nett. Ja, aber 12 Hopfen. Für die Jungs aus Timmendorf bist du auch mal hinter den Tresen gesprungen, ne? Ja, genau. Ich habe dich da noch mal nicht nur vor, sondern auch hinter den Tresen gesehen. Genau. Das zeigt ja, die Community ist immer mit helfender Hand bei der Sache. Aber wenn mal eben schnell ein Schlauch irgendwo fehlt oder ein Fass getragen werden muss und so. Sehr gut. Ja, Riedenburger Dolden 0. Bio-Bier. Dolden 0? Dolden 0. Ja. Mhm. Mit fast ohne. Die haben ja auch einen Dolden Dark, das ist ja so deren Namensreihe. Dolden Dark, genau. Dolden Sud heißt, glaube ich, ne? Das IPA heißt genau. Dolden Sud, glaube ich. Mit sehr, sehr vielen Hopfensorten drin und einem sehr hohen Hopfenanteil. Ich erinnere mich daran, dass ich vor vielen Jahren fürs alte Mädchen damals eine wunderbare Getränkekartenbeschreibung gemacht habe. Anhand dieser Bierflaschenetikette, nämlich da wird ja der Elefant in der Pfanne verrückt oder so. Genau. Das lief dann auf jeden Fall wie geschnitten Brot, das Bier. Es ist aber auch wirklich eine Brauerei, die wirklich gut brauen kann und deren Biere auch wirklich sehr zu empfehlen sind. Also gerade jetzt die hopfigen Linien. Die sind auch tatsächlich schon relativ lange dabei und sind auch, finde ich, gut eingestiegen und haben halt eben auch klassisch Linie einfach diese Craft-Bier-Linie aufgezogen, die von Anfang an eigentlich echt lecker war. Ja. Also es riecht super tropisch. So strohgelb. Es ist ein bisschen herber. Ja. Also als zum Beispiel das von Riegele, was wir eben hatten. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ja, ich erinnere mich, als wir das zum ersten Mal getrunken haben, waren wir beide so. Und jetzt? Ja, es ist immer so, das ist aber bei vielen von diesen alkoholfreien IPAs, es ist so dieses Hopfending erstmal so da und dann fragt man sich, was kommt jetzt? Und dann kommt nichts. Und dann kommt auch noch diese Süße noch irgendwie hinterher, die du ja hier irgendwie auch hast. Ich finde, die hat man die Butter halt am Ende. Ja, das würde ich auch sagen. Also ich finde das sehr, sehr bitter. Das würde ich schon eher sagen, dass es für mich ein klassisches IPA ist. Ja, die Bitterkeit bügelt dann die Süße schön weg, das finde ich schön. Also es kommt nicht so süß rüber, weil es eben dann doch da der große Kontrast da ist. Interessant. Ja. Finde ich durchaus ansprechend. Also ich fremde ja noch damit. Ich bin so. Bist doch nicht deshalb angekommen. Deshalb sage ich auch nur interessant. du hast diese bittere, hast du ganz klar hinten noch, aber für mich ist das vorne, es hackt das irgendwie. Ja, es ist natürlich so, dass es jetzt, gerade weil es so, also schon eine starke Bitterkeit hat, vielleicht nur so single-mäßig, muss man es halt wirklich mögen. Ansonsten würde ich es halt super als Food-Pairing-Bier auch empfehlen. Ne? Zu so einem schönen asiatischen Curry, irgendwas, was richtig scharf ist, wo du ein bisschen Hopfen zu brauchst, damit du das ausgleichen kannst. Was mit ein bisschen Frucht drin, da kann man das halt auch wunderbar zu pairen oder zu einem geilen Salat. Also es ist echt schon, gerade so, wenn man sagt, das ist mir jetzt ansonsten so ein bisschen zu bitter, wenn du halt noch einen Gegenspieler zu einem Bier hast, ja. Dann macht es gleich nochmal ganz anders Spaß, würde ich sagen.
Also ich meine, die Cracker sind auch sehr lecker. Ihr hört mich ja immer so ein bisschen und so knabbern. Hast du Wasser? Ich habe schon. Du neutralisierst halt zwischendurch. Du machst es schon ganz korrekt. Oh, genau. Mach doch mal. Und danke. Da fühlst du dich gleich mal an. Und noch mit vollem Mund reden. Genau. Stell dir mal die Frage. So, was haben wir hier noch Feines? Brewhard. Genau, junges Bierlabel. Genau, zu denen. Knapp, ja, so rund ein Jahr. Die haben dich, glaube ich, auch schon mit einem Paketchen beehrt irgendwann mal. Brewhard? Ich saß irgendwann mal mit dir auf dem Kanal, aber wie auch immer. Die guten haben tatsächlich gleich mit einem Eingang. Das hatte ich. Das ist bei. In der Abonnement-Box, in dem Craft Beer-Abo-Box von Foodist, die ihr euch natürlich bestellen könnt. Da, da kriegt ihr jeden Monat 12 wunderbare Craft Biere nach Hause geschickt. Ihr könnt frei wählen, für wie viele Monate ihr das Abo haben wollt. Da lege ich demnächst auch noch mein Bierbuch rein, dann sind alle glücklich in dieser Runde. Craft Beer-Abo bei Foodist kann ich euch nur empfehlen. Also, da müsst ihr euch gar nicht mehr aus, sondern lasst euch überraschen. Aber kommen wir zurück zu Brewhard aus Bayern. Sie brauen in Hartmannsdorf. Als wir Uwe, so wie sie starteten damals und tatsächlich haben sie uns damals schon mal zugeschickt ein paar Samples und da waren wir so, wow, okay. Sie haben aber selber gesagt, sie haben an diesem alkoholfreien kräftig geschraubt nochmal, mit Hopfen nachgelegt, weil das von vielen hieß, ah, da kann man nochmal dran schrauben, haben sie wie gesagt gemacht und uns jetzt nochmal beehrt mit einem Sample und ich muss sagen, das Schrauben hat sich irgendwie schon gelohnt. Ist auf jeden Fall interessant. Ja. Ist die klassische Kombi. Einer gibt seinen Job auf und geht voll in den Vertrieb und in diesen Braukosmos rein. Und ein anderer, der zweite in diesem Team, der behält seinen Job, heißt. Jetzt muss nur einer davon leben. Das hat man ja öfter, diese Kombi. Ne? Das Brauerei-Business ist ein hartes Business. Also es ist nicht so, dass einem da auf einmal... dass du mit Geld überhäuft wirst und nach drei Wochen sagen kannst, Mensch, jetzt bin ich aber Millionär. Also da muss man schon richtig viel investieren, da muss man auch richtig viel achten, da muss man sich richtig viel Mühe geben und auch vor allen Dingen in sehr, sehr vielen Bereichen sich gut auskennen. Also der Klassiker ist ja immer der Handwerker oder der... Ja, du musst viel singen, ne? Du musst viel durch die Gegend fahren, du musst die Leute persönlich besuchen, du musst dieses Bier vorstellen. Du musst viele Regeln beachten, du musst viele Papierkram machen, du musst Anträge stellen, du musst Rechnungen schreiben und so weiter und so fort. Das Übliche. Du musst Flaschen bekommen, du musst Pfandflaschensystem haben und dann musst du dich auch noch wahrscheinlich mit einiges an Konkurrenz rumschlagen. Also. Das auch. Hier findet noch eine kleine Geschichte zu dem Paket, das zu uns gesandt wurde. Es kam mit, knapp vor diesem Tasting an mit ein bisschen Verspätung, weil man war ja ein bisschen eingeschneit. Und ich sage Bilder und dachte mir, okay, das geht mit der Post jetzt im Moment nicht so richtig gut. Das dauert. Ein Schneebier. Mhm, genau, das kam aus dem guten Schnee zu uns. Schnellhase. Was sagt ihr zu dem Bier? Man kann es trinken. Mich persönlich haut es jetzt nicht ganz vom Hocker. Ist irgendwie. Mir fehlt so der letzte. Pfiff. Ja. Pfiff. Also, es ist irgendwie alles drin, aber irgendwie auch zu, noch nicht so ganz perfekt. Aber es ist jetzt auch kein schlechtes. Ja, ich dachte erst schöne Hopfennote, aber dann finde ich, kommt am Ende so ein bisschen nasse Pappe durch. Ja. Das ist leider nicht so meins. Ja, würde ich auch so sagen. Du hast also auch die nasse Pappe. Ja, also jetzt mehr Erwartung, wenn man dran liegt und dran trunk und so ein Abgang. Ich kann es nicht so genau sagen. Also ich kann nicht mal sagen, ob es jetzt irgendwie zu viel Hopfen oder zu viel Malz ist. Also ich habe so das Gefühl, erst kommt irgendwie so der Hopfen lang nach mir und dann wusch kommt irgendwie die Malznote und erschlägt mich. Meins ist es nicht. Ja, es hat es. Die Homogenität fehlt vielleicht noch ein bisschen. Man schraubt weiter. Also am Kapitän hat man, was ja dein Lieblingsbier, glaube ich, ist oder war, in einem alkoholfreien Segment auch tatsächlich über ein Jahr geschraubt am Ende. Ne? Man schraubt ja immer noch, ne? Man schraubt immer noch. Das ist ja auch ich trinke es ja halt auch echt selten. Klar, gerade auch wenn man jetzt keine High-End-Anlage hat und auch viel noch mit der
der Hand machen muss an Arbeitsschritten und so, das sind natürlich auch alles Prozesse, in denen ein so empfindliches Getränk, der Hobbybrauer wird es wahrscheinlich noch besser sagen können, natürlich auch ein bisschen Perfektion einbüßen kann, obwohl man eigentlich quasi alles richtig macht. Mhm. Aber wenn du halt einfach zwei Schritte brauchst, bist du mit dem Abfüllen aus dem Tank und so, dann wird das natürlich schon mal mit ein bisschen Sauerstoff belüftet und dann entwickeln sich Aromen vielleicht auch ein bisschen anders in der Flasche. Ja. Als wenn du jetzt eine andere Anlage hättest. Ne? Wobei die in Hartmannsdorf so viel wie die brauen, die müssen ja eigentlich ganz gut ausgefüllt sein mit Brauaufträgen, habe ich das Gefühl. Die dürften da eine ganz gute Anlage stehen haben, oder? Ach so, ja. Bei der Menge, die da so durchgeht. Aber es, also was ich oft höre, ist, dass Brauer, die jetzt auf, du meinst fremd eingebaut, das wird fremd eingebaut quasi, ne? Genau. Also das heißt, die Brauer haben keine eigene Anlage, dass sie viel das Rezept zu Hause im Kleinen probieren, viel vorbereiten, aber es dann doch noch ein Unterschied ist, wie es auf einer großen Anlage funktioniert. Gerade wenn man jetzt, wenn es jetzt nicht seine eigene Anlage ist und gerade wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt Braumeister gelernt, studiert hat, ist ja nicht umsonst, ein Beruf, für den man wirklich studieren kann, der wirklich sehr, sehr viel Fachwissen erfordert, dass es, glaube ich, da auch immer noch eine Veränderung gibt, auch wenn es im Kleinen zu Hause schon richtig geil geworden ist. Ne? Das ist mit Sicherheit so, ja. Oder? Der Hobbybrauer? Das fängt eigentlich schon damit an, dass es ja ganz schwierig ist, erstmal die Bedingungen von zu Hause aus der Küche zu reproduzieren, weil man die Bedingungen gar nicht so genau messen kann. Ja. Das ist der erste Schritt. Und dann kommt auch ganz sicherlich ganz viele produktions- oder prozesstechnische Schritte dazu. Da kenne ich mich aber auch nicht aus, was da jetzt den großen Unterschied macht. Aber ich bin auch in meiner Küche zufrieden, von daher. Außer mit deinem Wasser. Schmeckt auch alles gut aus seiner Küche. Muss ich da auch gar nicht. In meiner Badewanne bin ich Kapitän, ne? Ja, genau. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Bier. Wir kommen zu den letzten beiden alkoholfreien Bieren tatsächlich. Wow, und die besten beiden Flaschen. Lustigerweise aus derselben Brauerei. Ja. Und ich habe tatsächlich noch ein Summer Ale da. Da können wir nämlich gleich, also ein alkoholhaltiges. Da haben wir schon so viel drüber gesprochen heute. Das können wir auch noch verkosten. Und dann haben wir auch noch ein richtiges IPA da. Eins und zwei. Das schlägt schon weg. Ach, hier, ich hab's. Hast du's. Super. Genau. Das sind jetzt beides Biere, die beide von Kehrwieder gemacht werden. Die es aber auch nicht bei sich selber machen, sondern die es auch eben brauen lassen in der großen Menge. Und also stehen beide in derselben Brauerei. Die Rezepte sind oder beide von Olli Wesselow. Und sie unterscheiden sich aber halt von dem, was da entsprechend an Hopfen drin ist. Es ist einmal das Fahrbier und einmal das UNN. Wir fangen mit dem Fahrbier an. Von Helge Thomsen. Der einen Verlag hat, wo er unter anderem eine Autozeitschrift verlegt. Da passt das mit dem Fabian natürlich ganz gut. Schon gespült hier eigentlich? Haben wir schon gespült? Ich habe schon gespült. Du hast schon gespült? Streber. Entschuldigung. Ich habe schon gespült. Spülen nicht vergessen. Ja, vielleicht kann ich nochmal spülen. Erstmal ist es schon ausreichend. Doppelt spült besser. Ja. Voilà. Mercy. Genau, und das gute Fabia, das kann man derzeit bestellen. Danke. Im Netz. Er geht jetzt in diesem Jahr, das gibt es auch seit circa einem Jahr, dieses Label in den Vertrieb rein. Zu einer relativ großen Lebensmittelkette, die Bier, Craft Beer auch immer aufgeschlossen gegenübersteht. und da wird man das dann auch leichter erstehen können. Das sind Gläsern, hänge ich immer mit der Nase drin. Also ich würde euch anbieten, euch mal ein kleines Set richtiger Tastinggläser hinzustellen, wenn ihr möchtet. Was haltet ihr davon für die nächsten Podcast-Folgen? Das klingt total gut. Also ich hätte es, nochmal nachfragen sollen, hätten sie gleich mitgebracht, dass ihr die auch dauerhaft aus Tastinggläsern vielleicht verkostet. Es gibt ja so Biergläser, die extra zum Bier trinken verkosten. Also wir haben auch so die Versus, wir dachten heute, weil das ja die kleinen sind, die wir haben, so dachten wir, wir nehmen mal die kleinen heute. So. Ich habe kleine Verkostungsgläser, allround fähig. Ja dann. Die Firma heißt Rastal. Von denen eine neue Lawrence, die habe ich schon gehört. Ganz tolle Sachen, da gibt es auch das Tego zum Beispiel. Also. Das hört sich dann auch ganz toll an beim Anstoßen. Oh. Mmh.
Was sagt ihr zum Fabier? Es geht sehr in die brotige Richtung. Hattest du, glaube ich, eben schon angesprochen, dieses ja, Schwarzbrot, gekaute Schwarzbrot. Mhm. Genau, das fällt in diese Riege. Finde ich auch. Aber ich muss mal das Label loben. Da ist nämlich ein doch vergleichsweise großes Kehrwieder-Logo drauf. Einfach, das findest du gut? Ich finde es tatsächlich schön, dass hier transparent damit umgegangen wird, dass das Bier halt nicht von der, dass es nicht eine eigene Brauerei ist, sondern nur ein Label und dass auch dem Brauer quasi Tribut gezollt wird. Ja. Das okay. passiert nicht so häufig. Also meinst du, es liegt daran, dass... Also, ich denke, das ist aber auch schon Renommee wahrscheinlich dahinter, oder? Ja, ich würde gerade sagen, also du weißt ja eigentlich, wer Chefbraumeister bei XYZ ist, das als Bierfan oder so, da weiß man das. Und ich glaube, dass es ja auch viele Brauer gibt, die sich mit ihrer Brauerei selbstständig machen. Das heißt, theoretisch gesehen könnten sie ja ihre Brauerei auch nach sich selber nennen. Wie das früher so im Bayerischen. Ja, wir haben es ja hier mit Riedenburger und Riegele. Also Riegele ist ja auf jeden Fall, kommt ja der Name her, Schneider ja auch. Und ja. Aber es ist natürlich nicht nur brotig, ne? Also eine leicht fruchtige Note, finde ich, hat man durchaus auch. Ja, vielleicht ein bisschen Grapefruit, leicht bitter, leicht sauer. So eine bittere Zitrus-Variante hat man da, finde ich. Mhm. Am Anfang, ne? Ja. Und dann wird es brotig, und dann wird es tatsächlich brotig getreidig. Am Anfang hat es einen schönen fruchtigen, frischen Biss und geleitet und langsam rüber in die Brotigkeit. Finde ich nicht schlecht. Oh. Das hast du schön gesagt. Ja, würde ich auch sagen. Geht in die Danke. Brotigkeit. Ja. Ich wünschte, ich könnte sowas auch so lyrisch formulieren. Aber du bist doch Schriftstellerin, das musst du doch eigentlich. Aber ich bin zu nordfriesisch für lyrisch. Aber so Brotigkeit könnte doch ein nordfriesisches Wort sein. Aber so, was haben denn die Wikinger haben doch auch so Gesänge und so gemacht. Ja, die Nordfriesen haben auch Gesänge, aber die sind. Ach Gott. Okay, ja. Wir haben auch Theodor Storm als Ach, guck mal. Lyriker. Aber trotzdem würde ich sagen, dass die Friesen nicht gerade bekannt dafür sind, dass sie eine lyrische Sprache haben. Okay. Sind ja eher wortkarg. Kannst du eigentlich Friesisch? Ich kann Plattdeutsch. Friesisch kann ich nicht. Und Plattdeutsch kann ich auch nur, wenn ich ein bisschen was getrunken habe. Also ich bin in einem plattdeutschen Ist das dann Plattdeutsch oder Breitdeutsch? In einem plattdeutschen Haushalt groß geworden, aber halt zu einer Zeit, als es strikt verboten und verpönt war, mit den Kindern Plattdeutsch zu sprechen. Deshalb hatten sich alle das so angewöhnt. Also ich bin auch in so einem Drei-Generationen-Haushalt. Warum war das verpönt? Sophia muss ein neues Glas nehmen. Es hieß immer noch, dass den Kindern nicht ermöglicht, wirklich Hochdeutsch zu sprechen. Also dass sie dadurch halt ihr Hochdeutsch verlieren und in der Schule irgendwie. Ach so, irgendwie schade eigentlich, ne? Ja, das ist total schade. Weil ich jetzt, ich meine, ich bin halt wirklich, um mich herum wurde immer Plattdeutsch gesprochen, also, aber mit alles, mir nicht. Ne? Ich verstehe alles. Und ich kann, aber wenn ich spreche, dann habe ich halt so eine. Mach doch mal bitte ein Bier-Tasting auf Plattdeutsch. Ja, nur wenn Tina Müller kommt, ne? Stimmt. Will ich vorher ein Bier trinken, dann geht das auch. Dann löppt das, ne? Dann löppt das. Sandy Mordol und du. Kommen wir zum letzten Bierchen. Haben alle gespült. Zum letzten alkoholfreien Bier. Habe ich gespült. Genau. Yes. Ja, danke für die Erinnerung. Ich wollte nur noch mal sagen, dass wir uns hier alle seit 13, 12 alkoholfreien Bieren bisher auf die Nummer 14 freuen, die auch meine Glückszahl ist. Das ist ja wieder mit Alkohol. Man kann auch ohne Alkohol fröhlich sein. Ja, 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 das sowieso. Man kann auch ohne beide Sportschau gucken, ne? Das ist natürlich immer. Das ist ganz gut. Ich bin ja eh immer laut und quirlig, deswegen fällt das gar keinen Unterschied auf, wenn ich jetzt ein paar Gläser zu viel hatte. Ja, aber man lallt, Sebastian lallt, sagte auch. Schon, es kommt wie man. Der Punkt, wo es kippt, das kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Sebastian sagte eben schon, man wird so phantombetrunken, so ein bisschen. Ne? Ja, man ich hat so dieses. Auch das Gefühl, dass es ein bisschen angetüdelt ist. Das sind 12 mal 0,5%. Sie macht bestimmt noch einen Spiegel. 0,05. Haben wir noch einen? Ja, einer. Ach, guck mal, das passt doch hin. Noch alle. Ja, das UNN. Wir haben einen Podcast zu dem Thema sogar gemacht. Wir haben einen Podcast zu dem Thema gemacht. Wir waren bei Olli Wesselow. Er hat die Biere zur Verfügung gestellt. Ja. Wow, macht ihr das für alle Biere oder nur für eure Lieblingsbiere?
zur Verfügung stellen oder hinfahren? Hinfahren und einen Podcast über ein Bier machen. Wir versuchen ja immer zu verbinden, ne, wenn wir sind, tatsächlich. Wir sind tatsächlich viel unterwegs. Wir fahren ja immer gerne zu den Leuten hin, weil wir es schöner finden. Macht tatsächlich auch Spaß, ne? Wir gehen dahin, wo das Bier passiert. Ja, genau. Gehen dahin, wo es toll. Die Leute, sind halt irgendwie anders, ne, wenn du sie in ihrem Wohnzimmer besuchst. Ja. Ne? Also vielleicht hat auch nicht jeder Zeit, immer herzukommen. Ja, und es ist klar, du hast immer mal wieder Störgeräusche oder so, wenn du in so einer Brauerei bist, irgendwas geht immer an oder, keine Ahnung, Kühlschrank vibriert im Hintergrund oder so. Das ist halt das Risiko, das du dabei hast, aber ansonsten find ich, ist das tatsächlich eine schönere Art der Produktion. Und für unsere Lieblingsbiere fahren wir gerne irgendwo hin. Wir fahren aber auch für nicht nur Lieblingsbiere. Also die Brauereien, ihr könnt euch jetzt bewerben. Wenn ihr wollt, dass der Podcast bei euch vorbeikommt, wisst ihr Bescheid. Also ich würde gerade sagen, wenn ich jetzt noch mal eins in meiner Küche braue, dann kommt ihr zu mir nach Hause. Dann diesen Brauvorgang. Genau. In einem Brau-Podcast. Genau, in einem 24-Stunden-Live-Brau-Podcast. Ja, ich glaube, da bin ich einfach die Falsche. Ja, gibt es andere am Tisch hier? Ja. Ihr würdet euch freiwillig melden. Gibt es irgendjemanden unter uns, der das Ün noch nicht getrunken hat? Jetzt gerade oder? Überhaupt. Überhaupt. Doch, ich habe es schon mal getrunken. Also es ist für keinen irgendwie... Also auf jeden Fall für uns neu. Ja so das erste alkoholfreie Kraftbier gewesen, was wir getrunken haben. Das stimmt, ja. Und was wir auch spontan gut fanden. Ja, ist ja so ein bisschen ein Pionierbier, wie genauso der Prototyp auch ein Pionier in der Hinsicht war. Und ich finde es tatsächlich gerade besser, als ich es in Erinnerung habe. Und ich finde es gerade spannend, das mit dem Bier vorher zu vergleichen. Ich meine, es ist zwar nur eine Probengröße von 2, aber ich finde es schon eine Handschrift herauszuerkennen. Die sind beide doch vergleichsweise ähnlich, haben beide eine relativ hohe malzige Note. Ich finde, das ist eher malzig, ist eben weil eher brotig. Auch von Hopfung finde ich die ähnlich, wobei ich das hier noch ein bisschen intensiver finde, was ich schön Sie haben, finde. Sie haben aber unterschiedliche Hopfen, ne? Hat ja genau, sie haben unterschiedliche betont, Hopfen, ne? Ja. Also ähnlich wie beim Uwe, das ist ja auch quasi, die beiden alkoholfreien Bieren waren ja auch ähnlich vom Style, von der Grundlage. Sehr schön. Nee, aber kann man tatsächlich machen und fand ich auch... Also es ist ja, wenn du es halt eben in der Hand hast und sehr intensiv drüber nachdenkst, schmeckt es auch anders, als wenn du es einfach so beim Essen nebenbei trinkst. Wie du sagst, wenn du so ein Food-Pairing hast oder so, ist es ja vielleicht auch gar nicht so wichtig, dass da Alkohol drin ist. Da beschäftigst du dich auch mit anderen Sachen und lässt es halt so nebenbei mitlaufen. Ne? Ja, klar. Und dann ist es natürlich auch manchmal schön, dass es gerade, dass der eine Geschmack da gerade nicht drin ist, weil du den halt einfach gerade gar nicht zum Essen haben willst oder er dann irgendwie merkwürdig nicht reinpassen würde. So, man muss das immer, je nachdem, was halt auf dem Teller ist, freut man sich manchmal als Sommelier, wenn man ein Bier findet, was eben halt keine Kirsche drin hat oder und trotzdem irgendwie eine Kakao- und Kaffeenote, also so als Beispiel, je nachdem, was man da irgendwie mit kreieren möchte für ein Erlebnis. So, Reihe rund, was ist der Favorit? Ich finde, 14, du hattest mitgezählt, nicht wahr? 14 Bier später. Nee, 13, ich meine, du hast ja während 13 und das 14. kommt jetzt. Mit Alkohol. Nach dem 13. Ich finde ja nach wie vor, dass die alkoholfreien Weizen funktionieren für mich nicht so hundertprozentig. Echt? Nee, das ist irgendwie nicht so... Das ist eine eigene Getränkegattung irgendwie, ne? Ist halt so isotonischer Durstlöscher, aber hat mit Bier nichts zu tun oder so, ne? Also... Ja, das ist, ich weiß auch nicht, aber ich bin jetzt auch sonst nicht der Riesenweizen-Fan. Ich würde sagen, es liegt aber daran, dass einfach einige Weizen, wir haben, da will ich unterbrechen, ich habe fürs alte Mädchen damals alkoholfreie Weizenbeere verkostet und da gibt es also diverse und das von Hopf damals, Hopf, alkoholfreie Weizen, hat definitiv gewonnen und da gibt es auch Unterschiede wie Tag und Nacht. Es gibt einfach nur Brauereien, die ihre alkoholfreien Weizen und ihre Weizen halt, sag ich jetzt mal, auf einen massigen Geschmack so ein bisschen trimmen oder die dann jetzt nicht so speziell sind. Ich fand von Schneider das alkoholfreie Weizen jetzt zum Beispiel persönlich sehr lecker. Das funktioniert, aber das ist nichts, worauf ich mich freuen würde. Okay. Also funktionieren tun sie im Grunde für mich alle. Mhm. Also ich finde, es gibt jetzt keins, wo ich sage, boah, muss ich nicht nochmal haben. Mhm. Aber dass viele von denen, finde ich, sind halt, ja, die kann man trinken, aber da bin ich nicht dabei. Auch so das Hefeweizen von der Riedenburger und so.
Das fand ich ja persönlich total lecker. Ja. Hab's aber, glaube ich, eher so als Pfirsichschorle empfunden, genau. aber so gerade nach Sport kann ich mir das total gut vorstellen. Oh. Also ich bin da eine Zeit lang immer den Halbmarathon gelaufen und ich glaube, da wäre ich einen Ticken schneller gelaufen. Und ich wusste, dass das da ein Ziel auf mich kommt. Herrlich. Also für mich im Mittelfeld liegen so diese Vertreter wie Uwe zum Beispiel. Mhm. Die, finde ich, laufen im Mittelfeld ganz gut mit für mich. Üben würde ich schon in der Spitze anordnen. Mhm. Zusammen auch mit dem Fabi, aber ich würde auch das Störtebeker Atlantic Ale weiter oben ansiedeln. Das sind so für mich die noch mit am besten funktionieren, auf die ich Bock hatte jetzt. Also es wird sich, wenn du mich wahrscheinlich jetzt, wir hatten das ja schon, 30 Grad im Sommer fragst, vielleicht kommt da auch wieder das Pfirsichwasser durch. Aber ansonsten, und natürlich, das ist echt schon sehr gut, dass ja, das Liberis, Riegele 2 und 3. Ja. Das ist toll, das ist super. Also das war für mich heute auch auf jeden Fall so die Neuentdeckung, fand ich, das haben wir vorher noch nicht getrunken, und das UNN fand ich auch super. Also das ist natürlich auch so ein Klassiker einfach. Du möchtest das Pfirsichwasser? Ich würde das Pfirsichwasser nach Sport trinken. Okay. Und mich richtig drauf freuen. Ansonsten bin ich auch da bei dem Riegele angesiedelt. Sophia, wie sieht's bei dir aus? Ja, genau, also klar, Riegele wissen wir, dass ich die toll finde, aber ich fand hier Riedenburger, Schneider auch super, mir hat auch das Berdo Spaß gemacht. Ich fand auch, also ich fand allgemein auch so ein Lampfbräu oder so, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, so als Klassiker Atlantik, da waren schon einige ganz, ganz vernünftige dabei. Ich muss feststellen, aber ich mag es nicht so unbedingt so malzig, wenn es alkoholfrei ist, das ist mir jetzt nicht so, oder wenn es so dunkel karamellige Noten ist, das finde ich dann irgendwie für mich nicht so passend persönlich, aber wie gesagt, da ist auch alles offen und ich bin eh nicht so festgelegt auf Biere. Ich finde immer alles gut und es kommt eigentlich immer darauf an, was man halt sonst so getrunken hat, worauf man Lust hat, ist auch so stimmungsabhängig. Ne? Manchmal freue ich mich, dass ich ein richtig schokoladisches Porter im Kühlschrank habe, weil ich Bock habe auf Schoko und deswegen das dann lieber flüssig trinke. Und manchmal denke ich mir, auf gar keinen Fall was Dunkles. Oh. So, ne? Das ist ja immer sehr stimmungsabhängig. Mhm. Also begeistert hat mich keins, aber ich bin auch schwer zu begeistern. Von da ist das mach mal ein T-Shirt Wunder. Mit diesem Aufdruck. Aber ich werde gerade überrascht. Und da haben mich das Störtebeker Atlantic Ale und auch was jetzt genau das Riegele. Genau. Haben mich beide überrascht, gingen beide in doch sehr unterschiedliche Richtungen, waren aber beide für sich genommen echt lecker. Cool. Ja, also ich würde sagen, auch UNN, klar, Störtebeker und Riegele. Ja. Ja, das sind schon echt gute Sachen, muss man sagen. Das ist einfach toll, was ich da so getan hat in den letzten Jahrzehnten, also wenn man dann so zurückdenkt an die allerersten Erfahrungen, die man hatte. Also bei mir war es klar, das Malzbier, das mein Bruder als Kind immer getrunken hat, das kann man ja auch da als alkoholfreies Bier mal an den Anfang stellen. Dann meine Sportlerkarriere, die immer mit einem sehr industriell gefertigten alkoholfreien Hefeweizen abgeschlossen worden. Dann finde ich jetzt diese Vielfalt, die wir heute hatten, die finde ich echt Wahnsinn. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die erst am Anfang steht. Ja. So, wenn Olli jetzt schon sagt, dass er über einen Stout nachdenkt, dann gibt es bestimmt auch noch in ein paar anderen Rezeptschränken schön neue Ideen. Die wir mal ausprobieren. Auf einmal fangen sie alle an. Es ist halt ein richtiger Wachstumsmarkt. Mhm. Und ich glaube, viele Brauereien werden sich da jetzt auch drauf stürzen und gucken, dass die da ihre Variante mit zusammen mit dem Biermischgetränken. Mhm. Ja, natürlich. Klar, das ist ja schon so die Grundsachen der BWL und Volkswirtschaft, die man lernt. Eine Marke braucht immer neue Produkte, die sie rausbringt. Und so ein alkoholfreies ist halt ein dankbares Produkt, sage ich jetzt mal, weil es halt wirklich für jeden anspricht. Und klar, wie wir schon immer sagen, der Fitnesstrend geht nach oben, das Ernährungsbewusste geht nach oben, das Sportbewusste geht nach oben, natürlich klar, vielleicht auch erstmal nur in den urbanen Ballungsräumen, aber man denkt schon drüber nach, was man halt den ganzen Tag an sich reinstopft und laufen lässt. Und dann ist es natürlich nur eine
Frage der Zeit, dass es auch ankommt, dass man auch alkoholfreie Biere in Geil trinken kann, ne? Ja, aber man kann damit schon mittags anfangen. Ich wollte es ja. Wirklich. Also in Schweden, ich habe ja eine Zeit lang in Schweden gelebt, da kannst du ja halt mittags, ziehst du dir schon so ein Leichtbier, also Lettöl rein. Das ist da das total für ein tolles geläufig. Land. Ja, das ist halt wirklich minimal viel Alkohol. Ich wollte gerade sagen, das liegt aber vielleicht auch daran, dass die in Schweden so eine hohe Alkoholsteuer haben, dass sie die so niedrig Alkohol ist da ja ansonsten alles sehr schwierig, aber um die Mittagszeit sind sie uns da einen Schritt voraus. Wenigstens mittags. So, was haben wir jetzt hier Feines? Wir haben so viel über Summer Ale. Wildwuchs. Ja, den gibt's als nächstes. Wir fangen mit einem Summer Ale von neulich an. Sorry. Ich habe nur das pinke Etikett gesehen und meine Augen waren schon gefreut. Ich habe so Stielaugen bekommen, so wie im Comic. Aber ich habe es auch vorne wieder zurückgeschnappt. Wir haben 6 Kisten hier ins Studio gekriegt. Der eine Kollege, der hier im Studio ist, der Louis Baltes von 5 Sterne Deluxe, hat Freunde in Berlin, die das neulich Bier brauen. Ja. Und auf einmal... Schon getrunken. Die Jungs sind ja auch gerade auf Tour. Die Neulichs oder die 5 Sterne? Die 5 Sterne. Auf jeden Fall standen hier auf einmal, wo ich dachte, Mensch, sonst steht hier immer nur Industriebier rum, standen hier auf einmal so 6 Kisten... mit Craft-Bier und Louis sagte... Die du alle ausgetrunken hast. Nee, natürlich nicht. Louis sagte, Mensch, mach doch mal was darüber. Das sind Freunde von mir. Und dann dachte ich... Und damit du auch mal so Product Placement machen kannst... Genau. Hast du hat das gesagt, ja schon jemand gemacht? Gemacht? Louis, das geht raus zu dir, yo! Oh, das schmeckt anders. Plötzlich Alkohol. Damit kommen wir jetzt nicht klar. Bing! Ja. Das hat eine ganz komische Farbe irgendwie. Das hat einen ganz komischen Geschmack am Anfang. Hat auch einen komischen Geruch. Es ist so, so sehr, sehr hellgelb. Ist das noch gespült? Ja. Also es schmeckt ein bisschen Traumzucker. Traumzucker. Ein bisschen blumig, ne? Blumig, ein bisschen blumig nach gegorenen Weintrauben. Ja. Brauhaus neulich. Der klassische, also es erinnert mich eigentlich eher an ein hoffengeschopftes Lager. Mhm. Als an jetzt ein Summer Ale. Ist recht schlank, ne? Also ist von es denn überhaupt, haben sie es denn auch obergierig gebraut? Oder direkt ist es untergierig gebraut? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ne? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, sorry, mich überzeugt es noch nicht. Ich finde, es hat ein schönes Mundgefühl, ist sehr floral, aber doch so ein bisschen seifige Note, finde ich. Das seifig und hat irgendwas von diesen künstlichen Gummibären aus Dänemark. Ja. Und zwar die Brunnen. Genau. Ah. Die aber sind die besten. Ich muss sagen, es ist, Summer Ales sind nicht unbedingt mein Bierstil, aber auch Pilz und Lagerbiere ist okay, aber ich bin halt auch schon gerne auf richtig Aroma. Mhm. Deswegen kann man mich da grundsätzlich nicht immer unbedingt mit vom Hocker hauen. Wir sind demnächst in Berlin, wir gucken uns mal das Brauhaus an, die haben ja auch so ein Brewpub. Die machen aber auch noch andere Sorten. Die machen auch noch andere Sorten, ja, genau. Ja, genau. Das ist das Summer Ale. Da gibt es auch richtig leckere. Cool. Leckerere. Wir schauen uns das mal an. Oh, ist das die richtige Konjunktion? Leckerere. Kaum habt ihr irgendwie Alkohol getrunken, habt ihr die Silbe nicht mehr im Griff. Eigentlich wird es besser mit dem ersten Bier bei mir persönlich. Jetzt kommst du in Fahrt, ja? Ja, das ist auch ganz, also wenn ich jetzt Bierbeschreibungen schreibe, ich finde das ganz fürchterlich, dabei nicht Bier zu trinken. Also das funktioniert so für 3 Beschreibungen, aber spätestens beim 4. sage ich mir, scheiß drauf, ich mache mir jetzt ein Bier auf. Scheiß drauf, ich mache mir ein Bier auf. Und auf einmal fließt der Text auch so. Das geht dann viel einfacher von der Hand. Liest er sich am nächsten Tag auch noch schön? Ja, meine Beschreibungen sind legendär. Ähnlich wie in meiner Hefebeschreibung. Also es geht schon, da ist die Fantasie ein bisschen gelockert. Es liegt wahrscheinlich auch am Hopfen. Ne? Es liegt alles am Hopfen am Ende. Was für ein Wunderzeug. Ja, tatsächlich. Und jetzt mit den neuen Sorten. Das ist das Mucki Hop.
das India Pale Ale von Wildwuchs. Ganz neu, wir haben es tatsächlich noch nicht getrunken. Das so ein in einem zarten Rosé-Pink. Haribo weiße Darf Mäuse? Ich mal die Flasche haben? Ja, das Label gestaltet mit einem Fiete mit Muckis. Oh ja, tatsächlich. Haribo weiße Mäuse, ne? Haribo weiße Mäuse. sind die denn Bio? Wir machen hier keine Werbung. Ich werde nicht von dieser Firma gesponsert, wollte ich dazu sagen. Aber es könnte auch Joghurtgums sein. So ein bisschen. Mhm. Bei den Joghurtgums kann ich mitgehen. Es wird richtig cremig im Mund. Das ist sehr hochkarbonisiert. Oh, ja. Kannst du richtig geil Schaum mitmachen. Ja. Wie die Kaugummis, die man früher gerne gegessen hat, weil man so riesengroße Kaugummiblasen mit hinbekommen hat. Das ist so ähnlich ist dann das Gefühl, also freue ich mich, wenn ich ein Bier habe, was sich so aus dem Mund so auffüllt. Ja. Aber die hat man immer nur so 2 Minuten gekaut und danach wurden sie richtig eklig. Ja, aber die 2 Minuten waren geil. Ja. Deswegen wollte man nicht. Also das mag ich auf jeden Fall. Ist nicht deins? Mm-mm, ist nicht meins. Echt? Hüll Melon Cascade Tannatau Blanc. Was gefällt dir daran nicht? Ich trinke nochmal einen Schluck, um das in Worte fassen zu können. Also auf jeden Fall, Vita hat sich auch echt viel Mühe gegeben, auch wieder mit dem Bio-Siegel. Ja. Mehreren. Und dem Regional der Partner AG und Pfand gehört daneben. Das finde ich auch gut, die Initiative. Schön. Sebastian, was sagst du als IPA-Fan? Ja? Mhm. Bin ich die Einzige, die hier so rummeckert? Das ist okay. Ja, so richtig kommt er auch noch nicht raus. Ja! Das ist ja kein Meckern. Ja, das ist diplomatisch. Mir hat das davor zum Beispiel nicht geschmeckt. Das lag an dir eher. Das ist halt immer so, das ist halt das Ding mit dem Geschmack. Das ist halt wirklich sehr individuell. Es schmeckt mir zu erdbeerig. Du warst kein Hubba-Bubba-Mädchen. Nee. Der salzige Typ bist du eher. Ja, es liegt vermutlich direkt an dem Hopfen, das Hüllmelon drin. Und ich finde auch, man merkt schon diese leicht Weintrauben, offen, weiße Weintrauben von dem Hallertau Blanc, ne? Was mir nicht ganz so gefällt, ich finde, das schmeckt ganz, ganz leicht sprittig. Aber vielleicht ist es auch gerade noch meine Nase. Wie viel hat es denn so? 6,5. Stammgrütze 15,8. Ja, aber es ist schon, gerade nach den alkoholfreien Bieren, die wir verkostet haben, ist es jetzt schon so, dass du die 6,5% wahrnimmst. Ja, und dann ist es im Vergleich, dann wirkt es halt im Vergleich öfter mal sprittig, was du halt sonst, wenn du die ganze Zeit nur normal alkoholisiertes Bier in Anführungszeichen trinkst und dann noch so prozentiges es hast. Du hast jetzt quasi... Wir müssen uns einmal rekalibrieren. Genau. Es ist immer wirklich ein bisschen so. Erst mal wieder ankommen. Hat mir jemand ein Becks Gold? Das ist hart, das wäre zu hart. Neutralisiert. Das kannst du rausschneiden, oder? Wir hätten noch die Flensburger Alkoholfrei. Genau, Flensburger Alkoholfrei. Das ist ja eigentlich auch ganz spannend. Also ich kann es auch jedem nur empfehlen, wer gerne viel Bier trinkt und sich da auch mal durchtrinken will, dass er halt auch mal, dass man auch mal sortenreine Verkostungen macht. Oder dass man halt wirklich sich hinstellt und sagt, ich mache jetzt regelmäßig Verkostungen, wir machen jetzt heute mal nur Pale oder heute mal nur IPA, weil man dann halt auch tatsächlich einem bewusster wird, wo sind dann die Unterschiede. Das eine ist malzbetont, das eine ist fruchtiger, das andere ist leichter, einfach um sich da so ein bisschen einzutrinken. Gerade weil man dann halt, wie gesagt, kalibriert ist, so ein bisschen, mit Parameter enger gesteckt. Henry kalibriert noch ein bisschen weiter. Gerade nur, dass er noch kalibrieren muss, trinkt man ganz schön schnell. Jetzt muss ich tatsächlich einfach mal nachschenken. Auch das registrieren wir. Das ist das erste Mal, dass jemand nachschenkt heute Abend. Ich habe, glaube ich, einmal nachgeschenkt bei irgendeinem... Bei dem Regelin. Ja. Bei dem sehr Kaffee schön. Ja, ich glaube, bei dem... Tja, was genau, was ich von euch noch, bevor wir aus diesem Podcast, aus der Podcast-Aufzeichnung scheiden werde, ich möchte von euch, wir haben ja immer zum Ende Termine, das delegiere ich heute eiskalt. Du bist clever. Ich habe meine Momente, das ist einer davon und ihr seid dabei, ist das nicht schön? Ja. Und von daher gehe ich einfach um eure Termine für die nächsten, ich sag mal, 4 bis 6 Wochen für Bierfans, wo sollte man hingehen? Ich fange bei Sinni an. 4 bis 6 Wochen, da fällt zum Glück noch der 28. Februar rein. Das ist nämlich, also wir haben es noch nicht öffentlich verkündet,
Aber da wird das, also da werde ich mein Buch mal wieder vorstellen. Und zwar in Wilhelmsburg im Wasserwerk bei Bunthaus. Sehr mit schön. Den Bunthaus-Jungs zusammen. Jens und Jens. Zusammen mit Viva Con Aqua. Also Viva Con Aqua wird politisch korrektes Wasser ausschenken, aber vor allen Dingen über die Projektreise oder Projektreisen nach Äthiopien erzählen. Mhm. Und Jens Block hat sich auch noch was ausgedacht. Und zwar wird es an dem Abend verschiedene Brauereien aus Schleswig-Holstein geben, die... Ich weiß nicht, ob sie vor Ort sind. Wir sind noch in der Planung. Wir haben gerade mal einen Text fertig oder noch nicht mal das. Oh, ihr habt ja noch Zeit. Und Jens hat sich auch noch vorgenommen, wir müssen ja irgendwie so Wasser, Bier, das müssen wir alles irgendwie zusammenbringen, dass er an dem Abend live gehopftes Wasser herstellen wird. Gehopftes Wasser. Also, das ist auch so eine typische Jens-Idee. Er wird Wasser in Bier verwandeln und darauf gehen. Wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und es fängt um 19.10 Uhr an. Alle St. Pauli-Fans verstehen das jetzt. Also 19.10 Uhr ist Einlass. Wir beginnen um 7:30 und wir hoffen, dass möglichst viele nach Wilhelmsburg kommen. Sehr schön. Vielen Dank. Weiter in der Runde. Also es gibt natürlich einiges jetzt am Freitag. Am 1. Februar und am 8. Februar ist in der Landgang Brauerei in Altona ein schönes Tap-Takeover mit Oedipus Brewing und Brew by Numbers. Da kann man auf jeden Fall vorbeikommen. Das geht immer so ab 17 Uhr los. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Und ansonsten gibt es bald tolle Craft-Beer-Erlebnis-Events auch über Foodist. Mhm. Da steht noch kein Termin fest, aber wird da bald sich ein bisschen mehr austoben können von Brauereikurs bis Brauereibesichtigung. Da werde ich dementsprechende Sachen jetzt posten. Einfach gerne folgen auf Instagram, Sophia Wenzel Official. Da würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten einfach bei den Brauereien einfach mal schauen, bei den Hamburgern, die wir haben. Ne? Da gibt es ja immer richtig gute Sachen. Zum Beispiel, Henrik. Ich hätte auch was am 28. auch in Wilhelmsburg und auch bei Bunthaus, allerdings nebenan im Schankraum, da findet das... Im Januar oder im Februar? Im Februar. Oh. Habe ich das nicht gesagt? Nein. Du bist im Januar. Aber ich bin auch im Februar. Ja, am 20. Januar ist das schon. Ich wollte gerade sagen. Zeitreise. Parallelveranstaltung offenkundig. Da ist das monatliche Homebrew-Meetup von... Bunthaus in Heubau-Hamburg, da treffen sich immer die üblichen Brauernasen plus gern gesehene Gäste zum Probieren und Schnacken. Aber da muss man kein Homebrewer sein, um dabei zu sein. Nur, da kann jeder vorbeikommen, der einfach Lust hat, mal in ein paar Bieren zu schnuppern und ein paar Probeschlücke zu klauen. Da freuen wir uns auch mal über neutrales Feedback. Neutrales Feedback. Cool, also sollten wir auf jeden Fall zum Bunthaus pilgern. Wilhelmsburg, place to be. Und wir fangen schon um 18 Uhr an. Und dann kommt ihr um 19.30 Uhr rüber. Und ja, wenn ihr früh fertig seid, können die Gäste so noch zu uns rüberkommen. Falls noch jemand steht. Geil. Ja, okay. Ich glaube, diese Woche geht auch was im Malto, glaube ich. Auch am Freitag. Stimmt, da ist auch ich weiß jetzt nicht mehr, Drink Farewell oder so. Ja, irgendwie sowas, ne? Mhm. Ja, und sonst, ja, wurde schon einiges gesagt. Also Sophia hat deinen Termin weggenommen, ne? Oh, vielleicht! Ja, alles gut. Schraubbier-Quartett-Release ist auch noch am 15. Februar. Stimmt. Richtig, die machen am 15. Februar im Alles Elbe, ne? Die eine Quartett-Party. Eine Quartett-Party. Wann hat jemand von euch zum letzten Mal Quartett gespielt? Ich am Pool, neulich. Also im Sommer. Am Pool, neulich. Ich auch letzte Woche auch mit dem Craft Beer Quartett, auch bei Bunthaus. wir wurden angefixt und ich habe es auch tatsächlich gekauft. Sehr gut. Nach ungefähr 20 Homebrews. Also wir haben Termine, wir haben Biere verkostet. Ihr geht nicht total traurig nach Hause, auch weil es dann alkoholvoll ist, so ein alkoholhaltiges.
Sehr schön. Sind wir für heute, ja, sage ich mal, eigentlich durch, ne? Sind wir durch. Also rum. Tschüss. 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 Ahoi.